Zeuge Jan Sikorski, Polen, Apotheker, 47 Jahre alt, 57. Verhandlungstag, 19.06.1964. Ende Juni 1941. 6. oder 7. Monat? Juni. 6. Monat. Juni 1941, Ende Juni bis zum 15.01.1945, stimmt das, ja? Und Sie sind dann von Auschwitz noch nach Mauthausen und Melk überstellt worden und wurden dort von den amerikanischen Truppen befreit und sind nach 2 Monaten nach Polen. Ebensee, ja. So, nicht in, ja. Aber Sie waren auch in Mauthausen, Melk und dann kamen Sie nach Ebensee, ja. Sikorski, wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich Ihre Aufnahme auf ein Tonband aufnehmen zur Stütze des Gedächtnisses des Gerichts. Zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową. Zgadza się pan. Tylko dla pomocy. Proszę bardzo, bitte sehr. Wollen Sie uns bitte erzählen, Herr Zeuge, auf welchen Block Sie gekommen sind und welchem Kommando Sie zugeteilt worden sind, als Sie nach Auschwitz kamen? Jak przyjechałem do Święcimia? Głośniej, proszę, jak, do mikrofonu. Jak przyjechałem do Święcimia, dostałem się na blok 8. Sobald ich nach Auschwitz kam, kam ich auf den Block 8. Ja. Tak zwana kwarantanna była. Das war die sogenannte Quarantäne. Ja. War das im Stammlager? Stammlager. Ja. Pracowałem na komandzie Bauhof. Ich habe in dem Kommando Bauhof gearbeitet. Ja. Magazyn cementu nosiliśmy tam. Das war Zementmagazin. Ja. Gewesen. Dann kamen Sie zum Buna-Kommando? Moment, to było tak gdzieś przez całe lato, na jesieni. So, das dauerte, diese Arbeit im Kommando, diesem Kommando dauerte ungefähr den ganzen Sommer lang, im Herbst. 4-5 miesięcy może. 4-5 Monate. Potem wybierali tych, co lepiej wyglądają, bo Państwo są silniejsi. Würden Sie vielleicht näher ans Mikrofon gehen? Dann wurden diejenigen, die etwas besser ausgesehen haben, also stärker waren, ausgesucht. Nas na Kommando Buna wzięli wtedy. Und wir wurden dann ins Kommando Buna. Firma Schulz. Versetzt. Firma Schulz. Ja. To się tam ziemię, wie pani, wyrównywało pod fabrykę. Która Dort wurde die Erde planiert für die Fabrik, die dort gebaut werden sollte. Tam byłem tylko kilka dni, bo była bardzo ciężka praca. Dort war ich jedoch nur einige Tage, weil die Arbeit sehr schwer gewesen ist. 32 tony ziemi musieliśmy dziennie wyładować. Wir mussten 32 Tonnen Erde jeden Tag verladen. 30 ton, 30. 30 ton, tak. Ale jeden dzień był ładnie, to nam 32 śmiewali. An einem Tag haben wir sogar 32. Dzięki pomocy kolegom, lekarzom, którzy tam byli, ja poszedłem do szpitala na krótko, prawda? Dank der Hilfe einige Ärzte, die bereits im Krankenbau waren, wurde ich im Krankenbau aufgenommen. Tak, i potem ze szpitala, no, po jakimś tygodniu, bo prawda, jak trochę, po tygodniu dostałem się też znowu kolega, proszę pani, był Świderski Bolek. Nach einer Woche mit Hilfe eines Kameraden Świderski Bolek kam ich zur Arbeit in den sogenannten Gemüseraum. Przy kuchni. Bei der Küche. Potem ciężko zachorowałem, wie pani, na awitaminozę. Miałem moc wrzodów na sobie, 30 jakich wrzodów miałem, coś takiego. Da erkrankte ich sehr schwer an eine Avitaminose. Ich hatte 30 und mehr Geschwüre. Und kam dann öfters in den Krankenbau und ging dann wieder zurück, sodass ich ambulant behandelt wurde. Tak, potem, wie pani, w zimie potem, proszę panią, rozstrzelano tego więźnia, który pracował w aptece. Im Winter wurde der Häftling, der in der Apotheke arbeitete, erschossen. I szef apteki wtedy, to był aptekarz z Opola, Kremer. Kremer. Oficer SS. Mm.
wezwał, żeby wszystkie aptekarze, którzy są w obozie, żeby mu przyprowadzili do apteki. Danach wurde von dem Chef der Apotheke Krämer aus Oppeln befohlen, alle Apotheker, die im Lager sind, sollten sich bei ihm melden. I nas przyprowadzili trzech. Wir kamen zu dritt. Wszyscy Polacy byli trzej. Alle drei Polen. Jeden z nich pracował w szpitalu więziennym. Einer von ihnen arbeitete im Häftlingskrankenbau. Drugi pracował, zdaje się, że gdzieś w stolarni jakiejś. Der andere in der Tischlerei, soweit ich mich erinnere. A ja wtedy byłem w szpitalu, prawda, und jako chory. Ich war als Kranker im Krankenbau. No i taki trochę byłem Hilfsleger, wie pan, taki trochę pomagałem. Pfleger. Und ich fungierte außerdem noch ein wenig als Hilfspfleger. In welchem Krankenbau, wenn ich bitten darf? Welcher Block, ja? 21 ja. Block, chirurgische. 21, chirurgische. Obenchirurgie. Ja. Und in welcher Zeit ungefähr? Das war Winter 41. Im Winter 41. So war das, ja. A może początek 42 rok, ja wiem. Vielleicht war das Anfang 42, was no, weiß ich. Winter war das. Es war auf jeden Fall im Winter. No i znaczy, pan doktor, to nie był doktor Kremer, on był apoteker Kremer. On mnie wtedy wybrał z tych, proszę panią, trzech gości i ja zacząłem u niego pracować. Kremer, der Apotheker Kremer, wählte mich aus diesen dreien und ich begann bei ihm zu arbeiten. Nie miałem żadnych papierów tam wcale, ani dyplomu przecież, nie miałem nic. Ich besaß dort keine Papiere, kein Diplom, gar nichts bei mir. Wann ungefähr ist er in die Apotheke gekommen? Kiedy pan mniej więcej przybył, kiedy pan zaczął pracować w aptece? Zima 42. Im Winter 41-42. Also war er nur ganz vorübergehend Pfleger in dem Bau ja, 21. Das war nur als nebenher ja, als Kranke und ein wenig als Hilfspfleger ja. Gearbeitet, geholfen. Ja. No więc on mnie tak przeegzaminował trochę, wie pani, kazał mi tam lekarstwo jakieś zrobić, pytał mi się o wiele rzeczy i powiedział, że ja jestem aptekarz, tylko że jestem z małą praktyką aptekarz. No Krämer unterwarf mich eine kleine Prüfung, der fragte mir nach diesem und nach jenem und hat dann gesagt, ich bin wohl ein Apotheker, aber mit sehr geringer Erfahrung. To było prawda. Und das stimmte auch. To, proszę pani, potem długi czas pracowałem przy Krämerze. Später arbeitete ich ziemlich lange bei Krämer. Pamiętam, no, nie wiem, co to proszę mam zeznawać. No, pamiętam tylko jedną rzecz, bardzo mnie uderzyła ta rzecz, mianowicie pisane zamówienie na maszynie, wie pani? I raz pamiętam. Also eine Sache, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber eine blieb mir in Gedächtnis haften. Die Anforderungen wurden mit der Schreibmaschine geschrieben. Und ich habe das alleine getan. Und eine Position habe ich dort geschrieben. 2 oder 5 Kilo Phenol pro Injektion, wissen Sie, waren dort geschrieben. Eine Anforderung? In SS-Hauptsanitätslager nach Berlin. Wie war das letzte? Diese Anforderung wurde geschrieben an das SS-Hauptsanitätslager in Berlin. Und wer war damals Lager Apotheker? Apotheker Krämer, ja. Krämer, ja. Und ich habe dort, ja tam napisałem, proszę panią, właśnie Phenol pro Injektione. Ich habe dort in der Anforderung geschrieben Phenol pro Injektionen. Ja chciałem sobie taką jedną kopię, wie pani, zostawić na pamiątkę. Ich wollte mir so einen Durchschlag für mich behalten, zur Erinnerung. Ale to mi się nie udało. Nie aber es ist mir nicht gelungen. Bo takich aptekarzy dużo nie było na świecie, co tego rodzaju zamówienia, proszę pani, pisali. Es gab nicht viele Apotheker in der Welt, die solche Anforderungen geschrieben haben. Nun, das ist ja wohl klar, weil für die Injektion Phenol ja wohl nicht brauchbar war. Ja, das war also in der Zeit, wo Dr. Krämer noch... Nicht Doktor, wo der Apotheker Krämer Leiter der Apotheke war. Und wie lang war das ungefähr, bis sich das änderte? 1943 roku on zachorował poważnie. 1943 erkrankte er ernstlich. Zachorował poważnie? Zachorował poważnie, tak, w 1943 roku. On był taki, że pani, myśliwy, on na polowania często jeździł i to go, zdaje się, zmęczył się tam na tym polowaniu. Er war begeisterter Jäger und fuhr oft auf die Jagd. Das war irgendwie ermüdend für ihn. Ebenfalls er erkrankte schwer. Ciężko zachorował. Leżał jakiś czas w szpitalu tam w Oświęcimiu. Einige Zeit lang lag er in Auschwitz im Krankenhaus. In SS-Lazaret. No i właśnie potem przyjechał doktor Capesius.
Und danach kam Dr. Capesius. Das war also Ende 43 so. Ende 43. Oder Anfang Dezember, denke ich, Dezember wird. Also Anfang, möglich. Jedenfalls. Anfang 44, so ungefähr um die Jahreswende herum. Um die Jahreswende. Wer war damals in der Apotheke außer Ihnen und Dr. Capesius noch beschäftigt? Dr. Capesius, to był kierownik, Leiter. Dr. Capesius, das war der Leiter der Apotheke. Potem był jeszcze jeden SS-Offizier. Ferner war noch ein SS-Offizier. Gerber. Ich glaube, Gerber war sein Name. Er war aus Elsass. Er sprach ein sehr gutes Französisch und war in der französischen Armee. Dann geriet er in die Gefangenschaft und als Deutscher wurde dann SS-Angehöriger. Potem byli jeszcze podoficerowie, pani to. Dann waren noch Unteroffiziere. No, nie byli aptekarze. Aber keine Apotheker. To był tam Jurasek. Das war Jurasek. Dobrzański. I potem jeszcze był taki z Wehrmachtu, wie pani, to nie był SS. Und dann war noch einer, das war ein Wehrmachtsangehörige, kein SS-Mann. Frimark hieß er. On miał sklep z papierosami w Berlinie na Alexanderplatz. Er hatte einen Zigarettenladen auf dem Alexanderplatz in Berlin. Tak, zawsze opowiadał wszystkim. Er erzählte immer allen davon. To ci byli tam, znaczy z SS. Das waren diejenigen, znaczy, die dort gearbeitet haben. Ja. A więźniowie może interesowali. Und dann Häftlinge interessierte sie. Die Häftlinge interessieren uns auch, ja. Oprócz, znaczy był tam Żyd niemiecki ze Śląska, Strauch. Außer mir arbeitete dort ein deutscher Jude aus Schlesien namens Strauch. To był kolega z przedwojny Kremera. Das war ein Kollege, also Schulkamerad aus der Vorkriegszeit von Krömer, von dem Apotheker Krömer. Potem był taki Buchhalter, Berliner się nazywał, stary człowiek. Dann war noch ein Buchhalter namens Berliner, ein alter Mann. I potem pracowały dwie kobiety z Węgier. Dann arbeiteten dort noch zwei Frauen aus Ungarn. Piroszka i Ewa, one się nazywały. Ich kenne die Vornamen nur, Piroszka und Ewa. Jeden taki wysoki, przystojny aptekarz, też z Siedmiogrodu. Dann noch ein gut gewachsener, gut aussehender, junger Apotheker aus Siebenbürgen, auch ein Jude. Potem było dwóch Greków. Jeden Grek był. Dann war dort noch ein Grieche. Aaron hieß er. Jeden był jeszcze Węgier, Altman, taki gruby. Und dann war noch ein Ungar, so ein dicker. Altman, on zresztą był zawodu winiarz. Ich glaube, das war Weinhändler vom Beruf. No i z Polaków tam był jeszcze taki stary, drogerzystów było dwóch, Prokop. Dort noch von Polen waren zwei Drogisten, Prokop und Józef Gorzkowski vom Kraków. Und Józef Gorzkowski aus Krakau. Aptekarz był jeszcze Szewczyk i Świderski. Und dann waren noch zwei Apotheker, Szewczyk und Świderski. Jeszcze taki mały był pomocnik, wie pani, taki Sulikowski. Und dann war noch so ein kleiner Sulikowski. To był kolega mojego brata, wie pani. Das war noch ein Kollege meines Bruders. Darum kannte ich ihn. So. Nun, sagen Sie bitte, wie wurden die Medikamente in Ihrer Zeit und in der Zeit, wo der Dr. Capesius dort war, angefordert? W jaki sposób były zamówienia na lekarstwo w tym czasie, kiedy pan tam był i Dr. Capesius? Jak odbywało się? Pisało się co miesiąc zamówienie, proszę pani. Jeden Monat schrieb man Anforderungen. Wer schrieb die? Kto pisał te zamówienia? Pisał potem Berliner, Buchhalter ten pisał. Später wurden die Anforderungen von dem Berliner, von dem Buchhalter Berliner, von dem ich sprach, geschrieben. A jak wszystkie w ogóle zamówienia musiały być podpisane koniecznie przez oficera SS. Nie było ważne nic. Wie alle Anforderungen mussten sie von einem SS-Offizier unterschrieben werden, sonst waren sie ungültig. Tak, pamiętam taki wypadek raz,
że nie było doktora Kapeziusza. Podpisał Jurasek, to odnieśli mu z powrotem, że to musi być oficer podpisany. Ich erinnere mich an einen Fall, Dr. Capesius war nicht da und Jurasek unterschrieb die Anforderung. Diese Anforderung wurde ihm zurückgegeben, wurde gesagt, nur ein SS-Offizier darf die Anforderung unterschreiben. Muss ein Führersunterschrift muss sein. Führersunterschrift muss da sein. To były blankiety drukowane, proszę panią. Das waren vorgedruckte Formulare. Pierwsza rubryka była ilość posiadana na składzie, wie pani, vorhabende Menge. Die erste Rubrik hieß vorhabende Menge. Potem było imię, potem była nazwa tego lekarstwa. Und dann war die Bezeichnung des Medikaments. A potem było ile otrzymaliśmy, ile zamawiamy. Und dann die Menge, die angeforderte Menge. I więcej nic. Und nichts mehr. Ja. Sind diese Anforderungen durch Ihre Hände gegangen? Czy one przechodziły przez Pana ręce, te zamówienia? Nie wszystkie, ale część ja nawet ich pisałem. Nicht alle, aber teilweise habe ich sie gesehen oder geschrieben. Wurden in dieser Zeit, wo also Dr. Capesius schon dort war, auch Anforderungen für Phenol herausgeschrieben mit der Bezeichnung pro Injektion? Phenol był zamawiany na pewno. Das Phenol war bestimmt angefordert. Aber ob das Wort pro injectio da war, das habe ich nicht gesehen. Und was war das für eine Art von Phenol, was da angefordert worden ist? Co to był za rodzaj fenolu, który zamawiano wówczas? Fenol liquefaktum, normalny farmakopalny fenol, według DAB6. To jest normalny fenol, fenol liqua. Liquefaktum? To jest fenol w płynie, fenol w płynie. Das ist fenol in flüssigkeit, in flüssige form. No, so ungefähr 99%. No, es gibt auch zwei Arten von Fenol, nicht? Ja. Und welche Art wurde denn da angefordert? Jest kilka rodzajów fenolu. Es gibt einige Arten von Phenol. Jest fenol crudum, to jest taki czysty, wie pani, nieoczyszczany, ciemny. Es gibt fenol crudum, also rohfenol. Ja. Jest czysty. Und es gibt auch ein reinfenol, also czysty, ja, gereinigtes. Czysty fenol może być stuprocentowy, krystaliczny. Und dieses gereinigte Phenol kann hundertprozentig sein, krystalliert. To nie jest, wie pani, to nie jest wygodne w użyciu, taki fenol. Das ist aber unbequem im Gebrauch. Bo w temperaturze zimnej kryształy się robią, prawda? Weil in Kälte, also in Untertemperaturen, gibt dann Kristall. Dodaje się 1% wody i wtedy jest. Und wenn man 1% Wasser dazu gibt, dann 99% Phenol. Erhält man 99% Phenol und das ist immer flüssig. I to jest właśnie to się w aptece używa Phenol. Und diese Art von Phenol wird in der Apotheke gebraucht. Das ist das Phenolum Liquefaktum. Liquefaktum, 99%. Es ist dann öfter die Rede von dem Phenolum Purum. Wie sieht das aus? Często jest mowa o tak zwanym fenolum purum. Jak to wygląda? Co to jest? Purum to jest czysty, znaczy, prawda? Ja pana zrozumiałam, że tak. Czysty może być stuprocentowy, tak, i 99%. Może być 5%, też może być czysty, prawda? Nie, to jest fenol czysty, prawda? Also purum, das heißt reines Phenol, also gereinigtes, ja, Phenol. Das kann hundertprozentig sein, 99% sein, 5% sein. Das hängt ja davon ab, wie viel Wasser. In Pharmakopeia purum. To znaczy krystaliczny fenol, ten stuprocentowy. Farmakopeia. Według DAB 6. Deutsche Arzneibuch 6. DAB 6. Nach DAB, also Deutsches Arzneibuch 6, heißt es. Fenol 100%. 100%iges Phenol. Das ist Phenol purum. Das wäre also das Kristallisieren. Kristallisiert, ja. Aber das wurde nicht angefordert, sondern wie Sie uns sagten, 90 oder 99%. Vielleicht ist ein oder zweimal auch das Phenol in kristallene Form angefordert oder gekommen. Aber gewöhnlich war diese andere Art. Ja, und ist außerdem auch noch das Rohphenol angefordert worden? No ja, to był tak. Czy były zamówienia na nieoczyszczany fenol? Ale to przychodziło w beczkach po 200 kilo. Ja, die Anforderungen gab es auch, aber es kam in Fässern. 200 kilo. 200 kilo. Ja, und dieses Rohphenol wurde wofür benutzt? To są do celów dezynfekcyjnych. Dieses Rohphenol wird für Desinfektionszwecke benutzt. Ja.
Nun, wissen Sie ungefähr, welche Mengen von diesem gereinigten Phenol im Laufe der Zeit angefordert wurden? Zuerst wurde das Phenol in kleinen Mengen angefordert. A potem to chyba jakieś, myślę, tak 2 do 5 kilo miesięcznie. Und später denke ich so 2 bis 5 Kilogramm im Monat. To nie było zawsze tak samo, prawda? Es war nicht immer die gleiche Menge. Ja. Nun, sagen Sie mir bitte, wofür wird dieses gereinigte Phenol im Allgemeinen im Arzneischatz verwandt? Tak, na ogół przy lekarstwach, do czego używa się tego oczyszczalnego fenolu? Nie wiem, jak to jest w Niemczech. To u nas to, w Polsce tego bardzo mało się używa. Czasem ich weiß nicht, wie es der Brauch in Deutschland ist. Bei uns in Polen wird es wenig gebraucht, ganz wenig gebraucht. Tylko na przykład pamiętam, że parę kropli z glicerinem do ucha się czasem daje. Yeah. Zum Beispiel einige Tropfen in Glycerin hinein, um in die Ohren, Ohrentropfen zu... Ja. Als Ohrentropfen zu verwenden. Das hat uns auch der Dr. Capesius erzählt, sei die Bestimmung des Phenols gewesen, das dort in ihrer Apotheke aufgehoben bzw. bestellt worden ist. I Dr. Capesius opowiadał właśnie tutaj sądowi, że to było właśnie, to był cel, dlaczego fenol znajdował się w aptece. Właśnie dlatego, na taki użytek. No, powinien się na to znajdować. Ja, es sollte dafür gewesen sein. Tak. Ohne Zweifel. Nun, hätte dafür sein sollen. Nun, Herr Zeuge, wie Sie eben sagten und was ja auch allgemein bekannt ist, bei der Behandlung von Ohrenleiden könnten einige Tropfen Phenol da gebraucht werden. Sie aber haben uns eben gesagt, dass dieses Phenol kiloweise angefordert worden ist. Bitte zwei bis fünf Kilo pro Monat. Und da ein Kilo 1000 Gramm hat und ein Gramm wiederum mehrere Tropfen hat, wäre das ja eine Menge gewesen, mit der man ganze Armeen hätte an den Ohren heilen können. Ja? Rozumiem, tak. Nein, er sagt 2 bis 5 Kilo pro Monat. Und dann setzt er eben zu, es war nicht immer die gleichen Mengen. Also einmal zwei, ja. Einmal drei, ja. Einmal. Ja, nun, Herr Zeuge, ich frage Sie, weil Sie ja auch sachverständig sind auf diesem Gebiet, insofern als sachverständiger Zeuge, halten Sie es für möglich, dass diese Mengen, die in Ihrer Anwesenheit bestellt worden sind, tatsächlich alle für Behandlung von Ohrenleiden Verwendung finden konnten? Für diese Zwecke hätten wir 10 bis 20 Gramm pro Jahr gebraucht. Hm. Sogar so viel. Tak się zamawia tylko, wie Pani, bo to jest tani artykuł, to się nie zamawia tego tam grama, tylko się zamawia zawsze 20 gramów. 20 gramów na rok. To tani artykuł jest, wie Pani. Das ist billiges Mittel und das wird ja dann... I my, zawsze apteka zamawia tylko 20 gramów na rok. Und jede Apotheke fordert so ungefähr 20 Gramm pro Jahr davon. Ja, nun, sagen Sie bitte... In welchen Gebinden, also in welchen Gefäßen kam dieses Phenol? Das war verschiedentlich verpackt. Kilogrammowe opakowania były. Es gab kiloweise verpackt. Takie piątki też czasami były, widziałem. Und so, co to znaczy piątki? Pięciokilówki takie. Und auch zu 5 Kilo verpackungen. In Flaschen. Ciemne flaszki były. Das waren dunkle Flaschen. Ciemne flasze. Dunkle Flaschen, keine Korbflaschen. Nein, dunkle Flaschen. Wurde das ungereinigte Phenol in Korbflaschen. Bitte? Wurde das ungereinigte Phenol in Korbflaschen aufbewahrt? Nie oczyszczany fenol w jakiej formie był transportowany? Czy... Muszę sobie przypomnieć, proszę Pani, jedną rzecz. Więc te flaszki, proszę Pani, kilo
Nie oczyszczone pytanie. Kilo, dwa było, ale czy czasem w tej flaszce pani nie było w tych oplatance, to ja nie pamiętam w tej chwili. Pani, czy taki nie było? Nieoczyszczony czy oczyszczony? Oczyszczony, czy w dziesiątkach, tak wie pani, bo to 10 kilo były już oplatane flaszki. Ich überlege eben, ob die 10 Liter Flaschen nicht doch in Korbflaschen gewesen sind. Also das gereinigte Phenol. Nie pamiętam tej chwili już, nie pamiętam tej chwili. Wtedy nie pamiętam. Aber ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Sie sagten doch bisher, dass Mengen von 2 bis 5 Kilogramm ja, angefordert ja, ja. worden seien. Eine 10-Liter-Flasche ja, wären ja 10 Kilo gewesen. Es gibt Fälle, dass man in so eine 10-Liter-Flasche 5 Liter die Hälfte nur geschickt. Das wurde auf diese Weise besser verpackt. In ja. Korbflasche mit. Also das wäre möglich gewesen. Das schließen Sie jedenfalls nicht aus. Tego pan nie wyklucza. Nie wykluczam, tak, nie wykluczam, że taki był. Das schließe ich nicht aus. Schließen Sie nicht aus. Und nun hatte ich Sie weiterhin gefragt, dieses ungereinigte Phenol, tak. Wurde das in Korbflaschen aufbewahrt? Czy nieoczyszczane tak. Był też w plecionych butelkach? Ja, ja. Das frage ich ihn ja doch, er soll es mir sagen. Początkowo, wie pani, jak ta apteka była cała mała i obóz był mały, to możliwe, ja. Że takie flaszki przychodziły, wie pani, jak jeszcze kremer był, wie pani. Ale za pana czasu? Na mój czas to przychodziło wszystko w 200-kilowych blaszanych beczkach. 200-kilowych blaszanych? Blaszane beczki na pewno. Es ist möglich, dass am Anfang, solange das Lager klein war und die Apotheke klein war, bei Apotheker Krömer, dass es auch das ungereinigte Phenol in Flaschen kam. Zu meiner Zeit kamen sie zu 200 Kilogramm blaschane Flaschen. Und zwar in Blechfässern. Große Blechfässer. Große Blechfässer. In 200 Kilogramm? 200 Kilogramm. In 200 Kilogramm Fass. Nun, sagen Sie uns bitte, Herr Zeuge, was hatten Sie dort für eine Aufgabe in der Apotheke? Was war jakie było pana zadanie tam jako aptekarza? No więc ja byłem taki, wie pani, taki starszy więzień, wie pani, taki. Ich war dort so eine Art Vorarbeiter, Oberhäftling. Od całego tego komando, od tych wszystkich, proszę pani. In diesem Kommando. Aber nicht Kapo. No ja, nein, habe ich Kapo bin nie gehabt. Nie byłem Kapo, to za małe komando było, wie pani. Das Kommando war zu klein. Ja. Oni mnie nazywali czasami Kapo, wie pani. Die haben mich manchmal so genannt, Kapo. Was hatten Sie als Vorarbeiter dort für eine Aufgabe? Jakie było zadanie pana? Musiałem rano w obozie więźni zebrać, spisać ich na karcie wszystkich. Ich musste am Morgen die Häftlinge sammeln, auf einem Zettel aufschreiben. Namen. Die Namen aufschreiben. Przez bramę ich przeprowadziłem do pracy. Und ich musste sie alle durch das Tor zur Arbeit führen. Zameldowałem, prawda, tam. Zameldowałem, że ich przeprowadziłem wszystkich i każdy do swojej pracy szedł. Ich musste dann sie alle anmelden, dass ich sie zur Arbeit gebracht habe und jeder ging dann seine Arbeit nach. Potem ja brałem zamówienia wszystkie, co przychodzi z obozów. Dann nahm ich sämtliche Anforderungen, die aus den Lagern kamen, entgegen. No i ja wykonywałem to, prawda. Und habe dieses durchgeführt. Do poszczególnych magazynów to wysyłałem, wie pani. Ich schickte dann das an die einzelnen Lager. Magazine. I potem to wydawaliśmy, prawda, do obozów. Das haben wir eben herausgegeben an die Lager. Also wenn ich Sie recht verstehe, hatten Sie die Verteilung der im Lager angeforderten Medikamente vorzunehmen. To znaczy, pan musiał dzielić pomiędzy poszczególne obozy żądane przez nich lekarstwo. To jest za dużo powiedziane. Das ist zu viel gesagt. Zamówienie otrzymał do ręki dr Capesius. Die Anforderung bekam Dr. Capesius in die Hand. On tam ilości też skreślał i zmieniał. Er änderte die Mengen und verringerte sie. Bo tam czasem było też głupstwa popisane w tych zamówieniach. Manchmal waren auch Dummheiten dort geschrieben, die er dann änderte. Czasem na niektóre rzeczy, których było za mało, to mi dało taki rozdzielnik, wie pani. Ja napisałem, że według rozdzielnika mam. Für manche Medikamente, deren Menge gering war, gab er mir so einen Verteilungsschlüssel. Also ich musste nach bestimmten Mengen verteilen. Ja, soll ich das so verstehen? Wenn mehr angefordert war, als vorhanden war, dann wurde das Vorhandene aufgeteilt auf die verschiedenen Anforderungen. Tak, tak, tak. Ja.
Ja, das heißt also, Sie hatten die Bereitstellung, oder ich will mal sagen, die angeordneten Mengen hatten Sie einzuteilen, bereitzustellen und zur Verteilung zu bringen. Tak jest, ale to znaczy wszystko pod kierownictwem doktora Kapesa. Aber das alles unter Leitung von Dr. Kapesa. Jak ja miałem jakieś tam, powiedzmy, prośby specjalne, czy moje jakieś uwagi, to ja mu to meldowałem zawsze. Wenn ich irgendwelche besondere Bitte oder irgendein Vermerk dabei hatte, da musste ich es ihm melden. I zawsze on poprawiał, no, na rękę mi szedł na ogół. Also im Allgemeinen ging mir entgegen bei meinen Wünschen. Ja, nun war bei diesen Medikamenten, die da verteilt und ausgeliefert wurden, auch Phenol? Nein. Das war extra Präparat. Wer hat denn das Phenol verwaltet? To Phenol. Kto zarządzał Phenolem? Phenol był w aptece u nas. Das Phenol war bei uns in der Apotheke. Also ich spreche jetzt von dem reinen Phenol. Reine Phenol, ja. Phenol był w aptece, proszę pani. I Phenol czasami też się przydzielało na te zamówienia ogólne, wie pani, takie. Das Phenol war bei uns in der Apotheke und manchmal wurde das Phenol auch an die einzelnen Lager zugewiesen. Tak, ale przeważnie to przychodzili SDG-ci, wie pani. Aber hauptsächlich kamen dann SDGs. Tak, i on przynosił takie tylko zamówienie, ekstra zamówienie. Und er brachte dann jeweils, also diese SDG, der kam ein Zettel. Tak, z podpisem lekarza. Mit Unterschrift des Arztes. A potem nawet już sami oni podpisywali też to. Und später haben sie das sogar selbst. Die SDGs haben das sogar selbst unterschrieben. Ja, on zabierał flaszkę, zawsze sam do teczki albo coś. Und er nahm dann so ein SDG, eine Flasche mit in der Tasche. Przyszedł sobie tak. Und ging so damit weg. A czasem też jakiś häftling przychodził z obozu, wie pani, zdaje się tam. Manchmal kam auch ein häftling aus dem Lager. Tam był taki 17,000 numer, Läufer był taki, wie pani, Tadzio. Es gab so ein Läufer dort, Tadzio war sein Vorname, 17,000 Nummer hatte er, rund 17,000. Und 3,0. 17 und 3,0. Manchmal brachte er auch das ins Lager. Ja. Wo war denn das Phenol aufbewahrt? Wo stand denn die Vorratsmenge? Gdzie zapas fenolu? Gdzie stał zapas fenolu? Gdzie on znajdował się? W takiej żółtej szafie, proszę panią, koło destylatora. In so einem gelben, Schrank neben dem Destillator. Ja. In der Ecke der Apotheke. Was stand in diesem Schrank sonst noch drin? Co jeszcze znajdowało się w tej szafie? Stały różne medykamenty. Es befanden sich dort verschiedene Medikamente. Waren das Gifte? Gifte? Tak, tam były te pociźle. War dieser Schrank besonders verschlossen? Nein. Był tam klucz, ale tam. Nie, był klucz, ale to było otwarte. Es gab dort einen Schlüssel, aber es war offen. Er war offen. Sie sagten uns, dass manchmal befand sich auch dieses Phenol im Keller. To jest w tej piwnicy, pani, na lewo, taka była mała piwniczka. Das ist in so ein kleiner Kellerraum links. Tak, tam były te stoły, te korbflasche, takie stare, pani, te flasche. Dort standen die Korbflaschen. I takie w ogóle większe zapasy, większe ilości. Und die größeren Mengen, also die größeren Vorräte. Powiedzmy, flaschki powyżej 5 kilo, one były ciężkie. Zum Beispiel die Flaschen über 5 Kilogramm, die schwer waren. Das waren Korbflaschen, was war in diesen Korbflaschen drin? No, tam było Kresol, potem były tam syropy, czasem były. Verschiedene Syrup. Spiritus war też tam. Spiritus war auch dabei. Fergeld był spiritus, taki. Benzin Fergeld, wie pani. Benzin. Fergeld. Fergeldus, Benzin. Benzin. Ja. Nun sagen Sie bitte, dieser Raum im Keller, war denn der abgeschlossen? Tak, to było zamknięte. Ja, der war abgeschlossen. Ale ja klucz dostałam od tego. Aber ich bekam ja den Schlüssel. Sie bekamen den Schlüssel. Chef nie chciał chodzić do piwnicy. War in diesem Kellerraum auch ein... Der Chef wollte nicht in den Keller gehen, dann gab er den Schlüssel mir. Ja. War in diesem Kellerraum auch ein eingebauter Schrank mit einer Eisentür? Nein, das war der rechte Keller. Das war der rechte Keller.
Also im linken Keller, da war ein allgemeines Magazin, in dem sich große Vorratsflaschen, Emballagen. Das war so eine Art Flüssigkeitsmagazin. Ja. In jede Apotheke gibt es so einen. Ja. Da stand nicht nur das Rohphenol in den Fässern, vermutlich. Там не было. Не было там, нет. Dort stand kein Rohphenol. Нет, это не можно, там, это были малые сходы, малая пивница, там не можно. Das war ein kleiner Keller und mit Treppen, also es war unmöglich, die Fässer da dort zu stellen. Wo standen denn die Fässer mit Rohphenol? А где, в старом крематориуме он был, Im alten Krematorium war. Rechts. Ja, auf der anderen Seite. Da hinten ist die Karte, ganz hinten. Das ist Birkenau. Ja, also, dieses Rohphenol jedenfalls befand sich nicht in dem Bau der Apotheke. Nein, dort gab es ihn nicht. Nun, wenn nun das Phenol Purum abgeholt wurde, wurde das umgegossen in andere Gefäße oder wurden die Originalgefäße, die angeliefert wurden, weitergegeben? Rozumiem, Panie. Ja tam, proszę Pani, pracowałem dwa lata, prawda? Czy nawet więcej, dwa lata chyba pracowałem tam. Więc to było rozmaicie, wie Pani. Ja, ich habe dort doch zwei Jahre lang gearbeitet. Es war sehr verschieden. Ja. Jak 5 Liter była flaszka. Wenn zum Beispiel eine Flasche 5 Liter Inhalt hatte, dann hat man in die anderen Flaschen zugegossen. Zu ein Kilo, ja. Zu halb Kilo, zu einem Kilo. Haben die Betreffenden, die das Phenol abgeholt haben, Leerflaschen mitgebracht oder haben Sie von der Apotheke aus welche bereitgestellt? Ci, którzy przychodzili po fenol, przynosili sami flaszki ze sobą, butelki, czy też pan dawał im butelki na lewo? Chwileczkę, proszę. Początkowo ja to załatwiałem, a potem w tej małej aptece to pracował Strauch, proszę panią. Am Anfang habe ich das getan, aber später hat ja Strauch dort in der kleinen Apotheke gearbeitet. Ale proszę panią, oni przynosili flaszki ze sobą. Aber sie brachten die Flaschen mit. Jedna flaszka, bo ona krążyła cały Also czas. Eine Flasche war es, die ging hin und her ging. Ja. Ale jak nie miał flaszki, to mi się też dało, proszę pana. Aber wenn er keine Flasche hatte, da hat man ihm auch gegeben. Hat man ihm eine gegeben. Nun, wie viel wurde denn mengenmäßig jedes Mal abgeholt? Ile było za każdym razem zabierane? Liczba, ilość. Myślę, że jakieś tak kilo do dwóch kilo, coś takiego. Ich glaube, das war so ein bis zwei Kilo, so ungefähr. Haben Sie auch solches Phenol, gereinigtes Phenol herausgegeben? Czy pan też kiedyś wydawał takie oczyszczone Phenol? No, zapewne tak, Pani. Wahrscheinlich ja. Ale to na początku, mnie Pani. Am Anfang. Raczej jak Krömer może powie. Ja, eher zu der Zeit, wenn Krömer da war. Bo wtedy ja byłem tylko sam w aptece, wie Pani. Weil zu der Zeit war ich ja alleine in der Apotheke. Ja. A potem dopiero. Ja, später kamen die anderen. Uns interessiert nun hauptsächlich die Zeit, in der Dr. Capesius dort war. Und da möchte ich wissen, ob Sie in der Zeit, in der Dr. Capesius dort war, selbst dieses Phenol herausgegeben haben. Nas interesuje ten okres czasu, w którym był Dr. Capesius. Czy w tym czasie, kiedy Dr. Capesius był kierownikiem, wtedy wydawał Pan też oczyszczony Tak, wydawałem nieraz, ale w tych zamówieniach dużych, wie Pani, miesięcznie. Ja, ich habe einige Male ausgegeben, aber in diesen großen Mengen, in den Monatsanforderungen. Bei den Monatsanforderungen. Bei den Monatsanforderungen. Krankenbau zamówił czasami, wie Pani. Wenn ein Krankenbau manchmal eine Bestellung, ein Kilo bestellt ja. hat oder halb Kilo, dann habe ich mit den anderen Medikamenten ausgegeben. Haben Sie es ausgegeben. Wissen Sie noch, wer das bei Ihnen abgeholt hat? Wie Pan jeszcze, kto to zabierał od Pana? Więc proszę Pani, mówię Pani, to przyjeżdżała sanitarka i to brali te kartony całe zapakowane. Ja, ich habe doch erzählt, da kam ein Sanitätswagen. Ein Sanitätswagen. Und alles in einem Karton verpackt wurde abgeholt. Ja, Sie sagten vorhin, dass Sanitätsdienst gerade dieses Phenol abgeholt hätten. Wissen Sie, wer das gewesen ist? A kto z tych SDG? Na pewno wiem, że pan Kler. Bestimmt weiß ich, dass der Angeklagte Kler
Einige Male habe ich ihn dort gesehen mit der Flasche, wie er das entgegennahm. Aber ich persönlich habe ihm das nicht gegeben. Das war eine andere Apotheke, also in einem Magazin. Ja. Dass Claire selbst mit der Flasche gekommen ist und dort Phenol geholt hat, das haben Sie mit Eichenaugen gesehen. Ich habe ganz bestimmt einige Male habe ich es gesehen. Und wissen Sie, ob das Dr. Capesius gewusst hat oder ob er das selbst angeordnet hatte oder wie das gewesen ist? Czy panu jest wiadomo, czy działo się to za wiedzą doktora Capesiusza, czy doktor Capesius to sam zarządził, czy to było na własną rękę, jak to było? No on otrzymał zamówienie. Kto on? Doktor Capesius dostał zamówienie. Also es war so, doktor Capesius bekam die Anforderung. I powinien to załatwić. No. Und sagte dann, es muss erledigt werden. Ja. Ale bez jego wiedzy to nie mogło być wydane nic. Ohne sein Wissen konnte ja nichts herausgegeben werden. Ja. Ob er auch diese Anforderungen, die Phenol betrafen, ob er die auch selbst unterschrieben hat, wissen Sie das? Czy te zamówienia fenolu, czy on to sam podpisywał? Wie pan o tym? Capesio? No pewnie w tym zamówieniach dużych to na pewno podpisywał każde zamówienie, bo ja przy nie wziąłem do ręki tego bez jego podpisu. W zamówieniach dużych, miesięcznych, to on musiał podpisać każde zamówienie. Bei den großen Anforderungen, in den Monatsanforderungen, musste er es unterschrieben haben. A te małe zamówienia, aber die kleinen Anforderungen, to szły przez jego ręce, no, das ging durch seine Hände, na pewno on to widział, ale er hat es bestimmt gesehen, aber ob er unterschrieben ja hat, nie byłem przy tym. Da war ich ja nicht dabei. Wer konnte denn sonst noch unterschreiben, außer dem Dr. Capesius? Niemand mehr. Tylko jak jego nie było, to czasem może Gerber mógł tak zrobić. Nur wenn er nicht dabei war, da konnte es manchmal Gerber, also als Vertreter gemacht haben. Ja. Nun, die Monats- und der Monatsanforderungen haben Sie in diesem Zusammenhang wohl verstanden, die Anforderungen von der Apotheke in Berlin. Więc ma pan na myśli, jeśli pan powiada miesięczne zamówienia, to ma pan na myśli... Nein? Te zamówienia, które szły do szpitali, wie pani, od nas. Wie pan, te zamówienia miesięczne, które szły do szpitali. Co miesiąc, każdy szpital... Od szpitali do was. My do szpitala wysyłaliśmy lekarstwa. Tak, ale zamówienia szły odwrotnie. Tak, zamówienia szły od tych Häftlingskranken, bo wie pani... Więc co podpisywał doktor Capesius? Jakie zamówienie? Każdy kranken, bo wie pani, to był Oświęcim 1, potem była Brzezinka, był cygański lager, prawda? Es gab doch Auschwitz 1, Birkenau, Zygojnerlager. Ja. Familienlager. Familienlager. Buna lager. Jawiszowice, małe, tam było 40 obozów. 40 obozów, bo 30. 40 lager. 30-40 lager. I to każdy taki lager przysłał na miesiąc zamówienie jedno. Und jedes von diesen Lagern hat im Monat eine Monatsanforderungen geschickt. Ja. Doktor Capesius to przeglądał. Doktor Capesius las das durch. Podpisywał to. Unterschrieb das. Und gab mir zur Durchführung. Ja. I tam był Phenol też. Und dort war auch Phenol dabei. So. Ich hatte Sie dann vorhin falsch verstanden, denn vorhin glaubte ich verstanden zu haben, dass Sie gesagt haben, bei den Monatsanforderungen war das Phenol nicht dabei, sondern das wurde extra angefordert. Nein, und das war auch vom Zeit. Ein paar Mal habe ich er das hat auch gesehen. Gesagt, einige Male. Ja, einige Male. Ja. Mal so, mal so. Ja. Nun musste das Phenol aber doch auch bezogen werden von Berlin oder von irgendeinem Hauptsanitätspark. Więc Fenol, skąd Fenol przychodził do was? To powiedziałem, to Hauptsanitätslager, wszystko przychodzi z Ich habe doch gesagt, es kam alles von Hauptsanitätslager. Ja. SS-Hauptsanitätslager. Und dort musste doch auch, wie Sie uns geschildert haben vorhin, eine Anforderung unterschrieben werden. Ja, das war Monat. Und nun haben Sie uns gesagt, diese Anforderungen wurden von wem unterschrieben? Von Dr. Capesius. Dr. Capesius. Eventuell Dr. Herr Gerber auch. Eventuell auch Gerber. Vielleicht ein bis zweimal. Mussten diese Anforderungen auch von dem Standortarzt unterschrieben werden? To już ja nie wiem, pani das Dani. Chyba raczej nie. Aber eher nicht. Das wissen to może nicht. Tylko taka formalność była, wie pani. Vielleicht war das nur eine Formalität. Bo przecież ja tym nie znał wcale. Er hatte doch keine Ahnung davon. Wiedział, co to jest. Er wusste aber. Nun, haben Sie nicht einmal gefragt, als Apotheker, wenn so große Mengen Phenol bei Ihnen angefordert wurden, wozu braucht ihr eigentlich das Zeug?
Czy pan jako aptekarz nie zastanawiał się nad tym i nie pytał się po to, żeby... Jak ja pisałem pro injekcjonę, to co ja się będę pytał, proszę pani? Wenn ich ja doch geschrieben habe pro injekcjon, dann brauchte ich doch nicht mehr zu fragen. Ja, das war aber bei Krömer, nicht? No tak, ale ta akcja szła w dalszym ciągu przecież cały czas. Die Aktion ging ja doch weiter, ja die ganze Zeit durch. Wiedzieli, dobrze, wir haben doch gewusst ganz genau, wozu es ging. Jak Claire to odbierał, prawda, tym bardziej to wszystko. Und was haben Sie denn gewusst davon? Was wussten Sie davon, was mit dem Phenol nun geschah? No und woher wussten Sie das? Skąd widzieliście, co się działo z fenolem i co widzieliście, co się no to działo przecież z to mówili mi koledzy lekarze, byli tam, prawda, jak opowiadali w obozie, że tym fenolem ja, die Kameraden, die Ärzte im Lager, die haben mir doch erzählt, zabijają tym ludzi, prawda, dass man damit die Menschen tötet. I myśmy dyskutowali o tych sposobach, jakie oni sposoby wymyślają, żeby właśnie ludzi mordować. Wir diskutierten darüber, was sie für Methoden ausdenken, um die Menschen zu töten. Gazowali przecież ten fenol. Die haben doch vergast und mit Phenol getötet. Nie, tam rozstrzeliwali przecież ten fenol. Erschossen. Nun hat der Dr. Capitius uns hier gesagt, er hätte also weder etwas von diesen großen Mengen Phenol gewusst, noch hätte er jemals etwas davon gewusst, dass damit Leute getötet wurden. On nie wiedział o tym, że zabija. Nie wiedział, że takich dużych ilościach były zamawiane i nie wiedział, że tym zabija się ludzi. Uważa pan to za? No, ja na jego miejscu dziś to samo mówił. Wenn ich an seiner Stelle wäre, hätte ich heute das gleiche gesagt. Nun, weiter. Außer diesem Phenol gab es ja noch andere Gifte. Wo wurden die denn gelagert? Inne trucizny, które były poza fenolem, gdzie przechowywane były te trucizny? Proszę pani. Ja przed wojną w polskim szpitalu, wie pani, w Przemyślu byłem jak apteka zatrudniony, to ja tam gospodarowałem materiałem sanitarnym, wie pani. Als ich vor dem Kriege in einem Krankenhaus in Polen, Wehrmachtskrankenhaus gearbeitet habe, da habe ich auch die Apotheke unter mir gehabt. I tam ja powiedziałem tej pani chirurgiczne instrumenty wszystkie. Und dort hatte ich die chirurgischen Instrumente auch unter mir gehabt. Ja znałem te wszystkie instrumenty dobrze. Ich kannte diese Instrumente sehr gut. Katalogów, te wszystkie firmy europejskie, to wszystko. Nach Katalogen und alle europäischen Firmen. Na pytanie, tam, proszę pana, gdzie przechowywane były trucizny, pytanie było przewodniczącego. Gdzie przechowywane w ogóle trucizny? Gdzie poza fenolem były jeszcze inne trucizny, gdzie one były przechowywane, pytanie było. W tej żółtej szafie były tam. Also ich komme jetzt zurück auf Ihre Frage. Ich habe eben den Zeugen aufmerksam gemacht, dass die Frage noch nicht beantwortet wird. Ich sagte, die Gifte wurden in dem gelben Schrank aufbewahrt. In dem gelben Schrank. Mało ich tam było, wie pani, tam atropina. Es gab nicht sehr viel von dieser Sorte. Etwas Atropin. Vielleicht Morphium etwas. Morphium ein wenig. Und darf er jetzt denn? Nein, was wollte er denn? Er wollte also irgendetwas von den Instrumenten chirurgischen. Ich habe unterbrochen, weil ich die Frage ja noch. Nun ja, also die Instrumente interessieren uns hier weniger als die Gifte, die dort aufbewahrt worden sind. Ich will Trucizny nas interessieren. Sagen Sie bitte, wissen Sie auch, ob und wo Zyklon B ja, aufbewahrt worden ist. Und wann ist der Dom, wie przechowywany był Zyklon B? Więc proszę panią, to jest tak, zaczął mówić o takich właśnie instrumentach, wie pani. Więc pewnego razu przysłali nam z Berlina takie trzy, proszę pani, kółka z takimi, wie pani, zębami. Ja się pytałem jeszcze właśnie jednego, nie pamiętam już kogo z nich, co to za instrument jest, ja tego w ogóle nie znam. To jest Bixen Effner, wie pani. Also ich habe eben angefangen zu erzählen darüber, dass ich vor dem Kriege in einem Wehrmachtskrankenhaus tätig war und dass ich mich ganz gut in den chirurgischen Instrumenten auskannte, weil ich ja diese Instrumente unter mir dort hatte. Eines Tages im Lager kamen aus Berlin so merkwürdige runde Dinge mit Zacken rumherum und ich fragte, was seien das für Dinge? Mir wurde geantwortet, das sind Büchsenöffner. Ja nie rozumiałem, po co takie coś potrzebne jest. Ich habe nicht verstanden, wozu das notwendig sei. Man hatte doch verschiedene andere Apparaturen. I to właśnie było to do otwierania tego cyklon gazu, wie pani. Aber dieses war eben, Zyklon B zu öffnen. Wie sahen diese Dinge aus? Jak one wyglądały? To były takie koła, proszę pani. Das waren so wie Rädchen mit Zacken. Ein Kranz. Ein Kranz mit Zacken drin. Das wurde so
in die Büchse hineingedrückt. Und sobald die Büchse dann heruntergeworfen wurde, öffnete sich dann automatisch. Und das flog raus aus der Büchse. Und nachdem dieses Ding dann rausflog, Gas flog aus der Büchse raus. Musste jeweils ein neuer Öffner benutzt werden für jede neue Büchse. Nein, das kam dann wieder zurück. Man brauchte nicht neu. Das lassen Sie dann auf. Wie viele von diesen Büchsenöffnern sind denn damals geliefert worden? Also eine kleinere Menge. Das war zum ersten Mal. Und wen haben Sie denn da gefragt, was das für Geräte wären? In diesem Augenblick kann ich mich nicht erinnern. Sie wissen es nicht mehr. Nun, wusste denn auch Dr. Capesius von diesen Geräten, die da angekommen waren? Dr. Capesius też wiedział o tych Also die ersten Transporte, die ersten Sendungen mit dem Zyklon kamen ohne Zweifel in die Apotheke. Sicher, to było pewne. Das ist ganz sicher. Und das wurde auch bewahrt in diesem Keller, von dem Sie, Herr Vorsitzender, vorher sprachen. Frage. Also, war rechts. Das zu der Zeit, wo der Dr. Capesius schon da war? To było w tym czasie, kiedy już był dr Kapelusz. Ja, ganz bestimmt. Jurasek war auch da. Und diese Büchsen wurden aufbewahrt, Sie sagten, in dem Keller. Und wohin sagten Sie? Rechts? Rechts. Ja. Und wie sah dieser Keller aus? Jak wyglądało to pomieszczenie w piwnicy? Proszę panią, to było bardzo ciasne pomieszczenie i małe. Das war ein sehr enger und kleiner Raum. Na lewo stały takie spezyfiki, wie pani? Links standen die Spezifikas, also die Fertigpräparate. Dann war ein kleiner Raum, der abgeschlossen war mit hermetischer Tür. Vorher war dort ein kühler Raum fürs Bier. Für das Führerheim. Und weiter rechts. Dort hat man das aufbewahrt, in Kartons aufbewahrt. War da kein Schrank mehr drin? Więc nie było tam żadnej więcej szafy? Vielleicht ein Wandschrank? Może była ta szafa, ale ja w tej chwili już nie pamiętam dokładnie. Vielleicht war dort ein Schrank, aber im Moment kann ich mich nicht erinnern. Ja. I to był krótki czas, ten fenol był krótki czas. Und, ten Gas był krótko bardzo. Das Gas war übrigens eine kurze Zeit nur in der Apotheke. Proszę pani, ja nie pamiętam tego na 100%, wie pani. Ich kann das wirklich nicht mit 100% sagen. Tak przypominam sobie, jak przez mgłę. Aber so weit ich mich wie so ein Durchnebel erinnere, do mnie kiedyś mówił nawet, da hat zu mir sogar einmal Dr. Capesius gesagt, że on z tym nie chce mieć nic do czynienia. Er möchte damit nichts zu tun haben. On to chciał, wie pani, oddać, daj się do Verwaltungu, wie pani. Er wollte das, glaube ich, an die Verwaltung zurückgeben. I to załatwił potem und sobie. Er hat das auch in dieser Weise erledigt. Tak, ja przypomnę. Się so tak. Wie, soweit ich mich erinnere. To potem tak, to nie mieliśmy nic do Später gab es damit nicht mehr zu tun. Do tego więźniów nie dopuszczano absolutnie. Auf jeden Fall, die Häftlinge wurden niemals daran gelassen. Das haben sie nur selbst unter sich gemacht. Ich habe gehört, dass man sogar nach Benzin nach Berlin extra fuhr, um die Unteroffiziersgrade, dass sie extra nach Berlin fuhren, um eine Dienstreise gemacht, um das abzuholen. Aber das habe ich nur gehört. Ja. Od kolegów, tak. Von Kameraden. Bo tego, o tym nikt nie mówił, bo to nie Davon sprach man nicht. Wir wurden nicht in dieses Geheimnis eingeweiht. In welchen Verpackungen kam dieses Zyklon an? Proszę pani. Jakie było opakowanie tego cyklonu? To było w kartonach. Also das Zyklon war in Kartons. Takie brązowe kartony. Ja te kartony so widziałem. Braune Kartons. Ale ja te puszki. Die habe ich gesehen. A te puszki dopiero widziałem po wojnie w Oświęcimiu. Aber die Dosen. Die habe ich erst nach dem Krieg in Auschwitz zum Museum Auschwitz habe ich erst mal im Museum in Auschwitz gesehen. Pierwszy raz widziałem, zum ersten Mal.
Wieso wussten Sie, dass in diesen braunen Kartons dieses Zyklon war? Hat das drauf gestanden oder wie? Skąd pan wiedział? Stało coś napisanego na tych kartonach? Nie, nie było napisane nic na tych kartonach. Nein, es war keine Aufschrift auf diesen Karton. Tylko mówili mi koledzy, że, oni, że to ten właśnie gaz jest. Aber die Kameraden haben mir gesagt, da drin eben das Gas ist. I potem jak doktor Kapelusz mi mówił, że ja się chcę tego pozbyć, coś takiego, to ja sobie w ogóle tak to, wie pani, jakoś uplastyczniłem razem. Und später, als Dr. Capesius zu mir sagte, er möchte loswerden, also diese Sachen will er nicht haben, da kam mir das erst recht in den Sinn, was damit für Bewandtnis, was das für Bewandtnis hat. Wissen Sie, ob das Gas dann woanders aufkommt? Bewahrt worden ist. Czy gdzie indziej był przechowywany jeszcze gaz poza tym? Proszę panią, mówili, że w Theatergebäude był, ale ja tego nie widziałem. Wissen Sie, man hat davon gesprochen, dass das Gas noch im Theatergebäude aufbewahrt wird, aber das weiß ich panią, nicht. Pan nie wie. Nam tego nie mówili wcale. Uns hat man nichts davon gesagt. Właściwie to nie należało tu się wtedy interesować, prawda? Und man sollte sich auch nicht dafür interessieren. Ja. Sagen Sie, ist es auch möglich gewesen, dass in der Zeit, wo das Gas schon anderweit untergebracht war, etwa im Theatergebäude oder sonst wo, dass in dieser Zeit auch noch in der Apotheke ab und zu von diesem Giftgas gelagert hat? Czy w tym czasie, kiedy cyklon znajdował się już w tym Theatergebäude, czy możliwym jest, że w aptece oprócz tego jakaś ilość bywała czasami przechowywana? Nie, chyba raczej nie, wie pani. Jak już przerzucili tam, to wszystko poszło tam. Eher nicht. Wenn man das schon dorthin gebracht hat, dann denke ich, dass es dort nur war. Tylko na początku to było, na początku było. Tylko, wie pani, co na początku było? Na początku tej akcji całej, wie pani. Pierwsze te transporty do gazu do nas przyszły, wie pani. Ja, nur am Anfang war es so. Also bei den ersten Transporten, da kamen sie zu uns. Ja. A potem już to oddane było. Später wurde das weggegeben. Für die Verwaltung. Der Verwaltung abgegeben. Wie pani, to była taka intendentura. Intendentura taka. Das war so eine Art Intendenz. Ja tak sobie przypominam i tak według największej swojej wiedzy. So wie ich mich jetzt erinnere. Według swojej najlepszej wiedzy tak mówię. Ich spreche, ich sage das jetzt nach bestem Wissen. Ale może oni to jakoś przed nami tajemniczo, wie pani. Vielleicht wurde das in Geheimnis, also irgendwie so, dass wir nicht wussten, doch getan. Das weiß ich nicht. Wissen Sie, warum man es damals in der Apotheke untergebracht hat? Wie pan, dlaczego w tym czasie to było do apteki? W aptece przechowywane. To jest jasna sprawa, prawda? Das war klar, weil das vom Sanitätshauptlager zugeteilt wurde. Ja, ich frage Sie deshalb, weil Sie einmal ausgesagt haben, bei Ihrer Vernehmung am 16. Mai 1960, meiner Erinnerung nach lag das Zyklon B damals im Keller der Apotheke, weil das Magazin des Theatergebäudes überfüllt war oder weil das Vergasungskommando zu viel Gas gefasst hatte und den Rest bis zur nächsten Vergasungsaktion nicht mehr bis zum Theatergebäude zurückbringen wollte, sondern einfach im Keller der Apotheke abstellt. Ja, das zweite, die zweite Version ist möglich, aber das erste stimmt nicht. Piwnica była mała, Theatergebäude był duży, to niemożliwe jest. Das ist unmöglich, das Theatergebäude war groß und unser Keller war klein, also na odwrót może być. Umgekehrt. Ale to raz ja pamiętam taki wypadek, tak, że to przywieźli z powrotem, wie pani, bo za dużo tego było, coś takiego, wie pani. Ja, ich kann mich nur an den Fall erinnern, da hat man zu viel gebracht und wirklich hat man dann rano odwieźli coś tego, am Morgen wieder fortgeschafft. Tak, so was Ähnliches war, gab es einmal. Tam jest tak napisane, że ja powiedziałem, że to... Ja, steht es dort so geschrieben, dass ich es gesagt habe? Es steht wörtlich geschrieben und von Ihnen unterschrieben. Meine Erinnerung lag das Zyklon B damals im Keller der Apotheke, weil das Magazin des Theatergebäudes überfüllt war oder weil das Vergasungskommando zu viel Gas gefasst hat und den Rest bis zur nächsten Vergasungssitzung nicht mehr bis zum Theatergebäude zurückbringen wollte. Das ist ein Protokoll hier in Frankfurt am Main gewesen, bei dem eine Justizangestellte Krim Eisen zugegen war. Und
Also Sie meinen, der Zeuge hat ich meine jetzt doch nur, dass dieser Vorhalt, den Sie eben gemacht haben, wörtlich durch die Dolmetscherin übersetzt wird, damit der Zeuge. Zeuge ganz ach so, ich soll langsam sagen. Bitte schön. Also, meiner Erinnerung nach lag das Zyklon B damals im Keller der Apotheke. Według tego, co ja sobie przypominam, cyklon B znajdował się w piwnicy apteki. Weil das Magazin des Theatergebäudes überfüllt war. Ponieważ magazyn Theatergebäude był przepełniony. Oder. Albo. Weil das Vergasungskommando zu viel Gas gefasst hatte. Albo, ponieważ komando, które gazowało, zabrało zbyt dużą ilość. Und den Rest bis zur nächsten Vergasungsaktion nicht mehr bis zum Theatergebäude zurückbringen wollte. I resztę, które pozostała, nie chcieli już odnosić do Theatergebäude, a chcieli to jednocześnie zachować do następnej akcji gazowej. Sondern einfach im Keller der Apotheke abstellen. Z tego powodu po prostu pozostawili sobie w piwnicy apteki. Co jest prawdą? Proszę pani, chwileczkę. Theatergebäude był daleko od apteki i tam magazyniera żadnego nie było, więc musieli każdy raz przyjechać do apteki, brać klucze i dopiero odwozić. Ja, also, das Theatergebäude befand sich weit entfernt. Im Theatergebäude gab es keinen Lagerverwalter, also es musste dann zu uns gekommen sein, um die Schlüssel zu holen und wieder dorthin zu bringen. Tak. I pamiętam kiedyś taki wypadek, teraz sobie przypominam, proszę pani, że tak odwieźli kiedyś gaz. Und ich erinnere mich jetzt an einen Fall, dass man das Gas, also den Rest des Gases, zurückbrachte. Und damals hat man das zu uns gebracht und eben in den Keller runtergetan. Wissen Sie, ob auch von diesem Zyklon B aufbewahrt worden ist in dem sogenannten alten Krematorium? Czy pan tu świadomym jest o tym, że Zyklon B przechowywany był oprócz tego w starym krematorium? Proszę pani, to jest bardzo możliwe, ale ja tego nie przypominam sobie das dokładnie. Das ist sehr möglich, aber ich erinnere mich nicht genau daran. Ja. Wer hatte den Schlüssel A zu diesem Raum, wo dieses Zyklon B im Keller der Apotheke untergebracht war, B im Theatergebäude und C den Schlüssel zu dem Magazin im Krematorium? Przez wszystkie klucze przy apteczce były. Więc proszę pana, dokładnie. Tak jest. W czyim ręku znajdowały się klucze A? Do tego pomieszczenia w piwnicy w aptece, tak. B w Theatergebäude i C w magazynie przy starym krematorium. Te klucze miał wszystkie, przecież kierownik apteki, dr Kapezus. Diese Schlüssel besaß alle der Leiter der Apotheke, also dr Kapezus. Ale sam tego nie wydał, bo pamiętam, Jurasek tam coś chodził. Aber selbst hatte das nicht rausgegeben. Ich erinnere mich, dass die Unteroffizier das getan haben, also Jurasek zum Beispiel. No, weiß, kann ich nicht sagen. Nie pamiętam, czy Jurasek, podoffizierowie wydawał. Pan powiedział Jurasek. No powiedziałem, pani tak, ja, bo on się tam kręcił. Also też. Die Unteroffiziere, ich kann es nicht sagen, Jurasek oder nicht, die Unteroffiziere. Hatten denn diese Schlüssel einen besonderen Aufbewahrungsort in der Apotheke oder trug die der Dr. Capestus bei sich? Czy klucze znajdowały się od tych wszystkich pomieszczeń na jakimś specjalnym do tego przeznaczonym miejscu w aptece, czy dr Kapes już nosił je przy sobie? Nie, chcę jeszcze w szuflacie trzymał w biurku, ile się orientuje. Soweit ich orientiert bin, hatte er diese Schlüssel in einer Schublade in seinem Schreibtisch. In seinem Schreibtisch? Ja, Schreibtisch gehabt. In seinem Biurku. Konnten da die Unteroffiziere ohne weiteres dran gehen, die Sanitätsdienstgrade? Czy SDGs i podoficerowie mogli tak sobie bez niczego? Nie, skąd? Nein. To nie można. Woher denn? Ja, dann mussten sie ihn also jedes Mal fragen, ob sie die Schlüssel haben konnten. W każdym wypadku musieli go pytać, czy mogą mieć klucz. Tak. Ja, selbstverständlich. Konnten die Schlüssel dann ohne Wissen und des Herrn Dr. Capestus überhaupt nicht herausgegeben werden? Czy mogły być kiedykolwiek klucze bez wiedzy doktora Capestusa? To mogło być. Ja, das könnte sein. Jak jego nie było, na wenn er zum Beispiel nicht da war. Zastępował go tam, zastępowali go oni wtedy. Wenn er vertreten wurde. Und wer konnte dann an den Schreibtisch. Kto mógł wtedy zabrać z tego biurka? Albo ten, to był
Untersturmführer Gerber był. Entweder der Untersturmführer Gerber albo ktoś z tych podoficerów oder no. einer von diesen Unteroffizieren. No, eventuell Jurasek. To on eventuell to Jurasek. Ja. Co to się jest tym, tym? Wie, haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass Dr. Capesius erstens gewusst hat, dass derartiges Zyklon da war? Das haben Sie uns schon gesagt, denn er hat in Ihrer Gegenwart gesagt, er wolle versuchen, dass es wegkam. Ja. Und, ja? Soll ich das schon sagen? Ja, bitte schön. Czy, jakie jest Pana zdanie? Pierwsze, czy doktor Capesius wiedział o tym, że cyklon B znajduje się tam? Z tak. tego, co Pan powiedział, że on wyraził się, on tak. chce się tego pozbyć, tak, wynika, tak, że on tak. wiedział o tym. No wiedział, że to jest tak. Wiedział. Ja, wusste, ja. Er wusste es. Ja, und welche Anhaltspunkte haben Sie dafür? No skąd pan, na czym pan opiera swoje przypuszczenie, że on Przecież wiedział? Wszystko, co było w apteczce, to musiał wiedzieć, proszę Pani, dokładnie. Er musste doch genau wissen über alles, was in der Apotheke da ist. Przez jego wiedzy nie można było nic tam załatwić. Ohne sein Wissen konnte man überhaupt nichts erledigen. Można było go prosić o coś, prawda? Man konnte ihn um etwas bitten. I on był człowiek rzeczowy wielokrotnie. Und er war sachlich sehr häufig. No, ale bez jego wiedzy to nie można. Aber ohne sein Wissen da konnte Jak man ja na przykład mi jakiś kolega prosił o lekarstwa, żeby dać mu czegoś więcej, prawda? No to ja też przecież. Wenn ein Kamerad mich gebeten hat, zum Beispiel etwas mehr von irgendeinem Medikament zu geben, da ging ich auch an, zu ihm. Zu ihm hin. Okay. Haben Sie einen Anhaltspunkt dafür, dass Dr. Capesius auch gewusst hat, welche Mengen von diesem Zyklon B gebraucht und verbraucht wurden? No, na pewno wiedział, tak. Wiedział, jakie ilość tak, była tak. potrzebowana i wypotrzebowana. Tak, na pewno wiedział, tak. Ganz bestimmt hat er gewusst. Ja, haben Sie auch dafür einen Anhaltspunkt? Na czym pan opiera swoje twierdzenie? Proszę Panią, przecież to była kartoteka założona, w karteki były założone wszystkie lekarstwa. Wszystkie lekarstwa miały kartotekę. Alle Medikamente waren doch in einer Kartei erfasst. Ja. Ten medykament, to jest Berlina szły, prawda? Bo potem były te, wie Pani, od... Auch das Zyklon. Schloss Berlina? To Schloss Berlina, to musiało mieć wszystko kartotekę. Alles, was aus Berlin kam, musste ganz genau in der Kartei aufgeführt werden. Nun, eine andere Frage. Können Sie sich entsinnen, dass einmal ein Versuch gemacht wurde mit irgendeinem... Entschuldigen Sie bitte, von beiden Seiten. Ja. Können Sie sich entsinnen, dass einmal ein Versuch gemacht wurde mit Betäubungsmitteln, etwa mit Evipan oder mit Morphium oder ähnlichen Dingen? Czy panu słyszał pan, czy panu jest wiadomo coś o jakichś eksperymentach, które robione były z narkotykami, z Evipanem czy z Morphium? Tak, znam to sprawę. Ja, ich kenne diesen Fall. Was wissen Sie von diesem Fall aus eigener Wahrnehmung und was haben Sie davon erzählt? Co pan wie z tego, co pan sam widział tak. i co panu na ten temat opowiadano? Ja nie widziałem w ogóle nic sam. Also ich persönlich habe überhaupt nichts gesehen. Tylko raz jeden przy ten 17 tysięcy, ten Tadzio, wie pani, i powiedział mi w ten sposób. Nur eines Tages kam diese Häftlingsnummer 17.000, also dieser Tadzio, der Läufer, zu mir und sagte mir, und erzählte mir, dass man irgendein Medikament zwei Häftlingen zu trinken gab. Und einer von diesen Häftlingen starb in der Nacht danach. Er sagte das meinem Chef, Dr. Capesius. Kto powiedział? Że to, co on powiedział, zrobiło wielkie wrażenie. Der Läufer, Tadzio, erzählte mir danach, dass diese Nachricht, die er Dr. Capesius überbracht hat, darüber, dass ein Häftling in der Nacht gestorben ist, einen großen Eindruck auf Dr. Capesius gemacht hat. Was er aber da gegeben hat, das weiß ich nicht. Wissen Sie, ob dieses Getränk in der Apotheke hergestellt worden ist? Czy to, co oni otrzymali do picia, tak. pan jest wiadomy, czy to zostało spreparowane tak, w aptece? Nie widziałem tego, proszę panią. Ale das habe ich nicht gesehen. Strauch znowu mówił mi. Strauch hat mir erzählt, tego samego dnia zaraz mówię, an dem gleichen Tag, że Rode przyszedł, dass Rode przyszedł in die Apotheke kam. Tak, i coś tam jakieś lekarstwo robili do picia. Robili, kto robili? Dobra, nic. Und dass sie dort irgendein Medikament gemacht haben, für zubereitet dieses, haben. Für dieses Experiment. Für Versuchszwecke. Ja. Nun, wissen Sie weiter etwas von der sogenannten Grabner-Aktion? Grabner?
Grabner Aktion. Ja. Grabner, Grabner. Ja. Grabner Aktion. Spanto świadomym jest o tak zwanej akcji Grabnera. Tak, znam to sprawę. Ja, was, ich kenne diese Sache. Was war das für eine Aktion? Co to była za akcja? Gdzieś chyba w 42 czy 3 roku. W 42 roku chyba. Das war so etwa 1942 oder 43. Nein, eher 42. Wszystkie papiery polskich więźniów przeglądał. Er las sämtliche Papiere aller polnischen Häftlinge durch. Vielleicht auch andere Nationalitäten, vielleicht nicht nur polnische. Und wenn jemand einen schweren Fall noch aus seiner freien, also aus dem Zivilleben hatte, to jego ostrzeliwali po prostu. Und der wurde dann einfach erschossen. Napisali, że on na sercu umarł do rodziny albo coś. Man schrieb jedoch an die Familie, dass er an Herz gestorben ist oder was ähnliches. War das leider der politischen Polizei? Der politischen Abteilung, ja. Der politischen Abteilung. Ja. Und hat sie danach einmal der Dr. Capesius gefragt? Ja, nie, das war. Czy pan pytał Dr. Capesius? Doktor mnie pytał, to tak? Tak. Więc to było dawno już, potem Grabner od nas poszedł, wie pani? Grabner potem od nas poszedł do Święcimia. Tak. I raz doktor Kapelusz mi się pytał, co to za jeden był Grabner. Ja, Grabner ging dann fort von Auschwitz. Und eines Tages fragte mich Dr. Capesius, was für Mensch der Grabner war. Ich habe gesagt, das war eine aus politischer Abteilung. Und da antworte ich ihm, das war einer aus der politischen Abteilung. To on mówi, że to jakiś był, zdaje się, coś... Nienormalny człowiek, coś takiego. Da sagte Capesius, das muss ja so ein verrückter Mensch, also nicht normal muss er gewesen sein. Wydaje się, że nawet jeszcze za czasów wojny prowadzili przeciwko niemu jakieś dochodzenia w tej sprawie, panie. Und sogar während des Krieges hat man gegen ihn, also gegen Grabner, irgendein Verfahren geführt, irgendeine Untersuchung geführt, hat mir Capesius damals erzählt. Das war so seine private Arbeit, die er da getan hat. Wissen Sie, ob auf dem Boden der Apotheke, also auf dem Speicher, Koffer standen, in denen herausgebrochene Goldzähne und Zahnarbeiten lagerten? Na strychu w aptece stali walizki z powymowanymi zębami, szczękami, złotymi protezami i tak dalej. Ja, die Koffer standen dort. Haben Sie die selbst gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Was ist aus diesen Koffern geworden? Standen die noch dort, wie sie am 15.01.45 das Lager verlassen haben? Czy wtedy, kiedy pan opuścił obóz 15 stycznia 1945 roku, czy stały jeszcze walizki z zębami tam na górze? No, może one stały, ale tam złota w nich nie było, proszę pani. Ja, vielleicht standen sie noch dort, aber kein Gold war mehr drin. Und wo ist das hingekommen? No to tam segregowali, zabierali to złoto, proszę pani. Ja, das wurde segregiert und dann abgeholt. Wie das wurde, was das wurde? Abgeholt, ja, eingeteilt. Tam, ten właśnie Sulikowski tam siedział. Sulikowski saß ja dort sogar. I on tam to segregował złoto. Und er hatte das zu teilen, zu ordnen. Zu sortieren, ja. Zu sortieren. I co dalej było z nim? Dla Dr. Capesiusa doszło co było. Und das alles war für Dr. Capesius gemacht. Ja, das sagen Sie so mit einer Selbstverständlichkeit. Was wissen Sie davon, dass das für Dr. Capesius gemacht wurde? Skąd panu to jest wiadomo, że to właśnie dla doktora Capesiusa? On mnie zawołał. Kto? Doktor Capesius mnie zawołał. Tak. I mówi, żeby tu Sulikowski to segregował i te rzeczy to sobie zabierze po tym. No, sprawa prosto była. Das war eine einfache Fall. Dr. Capesius rief mich zu sich und sagte, Sulikowski soll das alles anordnen und sortieren. Und dann nimmt er das. Und er nimmt das zu sich. Ich war sehr zufrieden damit, dass er das nimmt und dass es nicht nach Berlin gerade geht. Wenn alles das nach Berlin gegangen wäre, dann hätte ich ja nie das Lager bis Ende meines Lebens verlassen. Warum? Weil ich habe dieselbe Frage gestellt. Weil der Krieg dann so lange gedauert hätte. Also, das wird uns doch noch mal interessieren, dass wir das genauer hören. Sie wussten also, dass oben auf dem Speicher ein Koffer mit
derartigen Zahngoldarbeiten stammen. Więc panu jest wiadome, że na górze, na, na strychu stale walizki tak, z tego rodzaju tak, zębami. Tak. Ja ganz bestimmt. Pierwszy raz one przyszły, to mnie wzywał tam. Als diese Koffer zum ersten Mal auftauchten, da wurde ich von ihm, also von Capesius, gerufen. Und? Er zeigte mir sie. Wie viel waren denn das? Ile tam było? Proszę pani, na 15 sztuk to mogę przysięgać w tej chwili. Na 15 czego sztuk? Sztuk walizek. Ja, ich kann pierwszy mal, pierwszy raz było. Auf 15 Koffer kann ich schwören. Zum ersten Mal. A potem co było, und to später, nie pamiętam. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Może tam coś nosił, mnie tam nie było wtedy. On to jest Solikowski, może dlatego ja się to nie mieszałem. Später hat dann Solikowski damit zu tun gehabt. Ich habe mich da nicht mehr reingemischt. Pierwszy raz, to było 15. Aber das erste Mal, da waren minimum 15 Koffer. Darauf kann ich schwören. Ja. Und wie lange standen die denn da oben? Jak długo on stał na górze? Ja, ich meine, sie sollen mir jetzt nicht einen Tag nennen. War das ein Jahr lang oder waren das zwei Jahre lang? Nie, nie, nie. Ja, ein Monat, zwei Monate vielleicht. Und wo kamen die denn her? Skąd one przybyły, te walizki? O, widzi pani, to jest ciekawe. Ja, wissen Sie, das ist interessant. Myślę, że to z krematorium przywiezione było. Ich glaube, sie sind aus dem Krematorium gebracht worden. Und warum glauben Sie das? Wiecie, das bo, ja, bo ja wiem, że na ogół biorąc, to te wszystkie te rzeczy szły do krematorium, tam oni to przetapiali, wie pani. Ja, im Allgemeinen wusste ich, dass ja, takie, diese Sachen alle ins Krematorium gingen i to więźniowie to wykradali und dass sie dort geschmolzen wurden. To wurde. Wykradali, to und die Häftlinge haben sogar manchmal die Sachen organisiert und zeigten mir manchmal solche Gold, kleine Goldbahnen. Nicht kleine. Nicht kleine, wie 700 Gramm. To 700 Gramm Gold. Taki placek ważył, tak, takie było to. To było to, to zębu wytapiane, wszystko złoto. Und das wurde aus dem Zahngold geschmolzen. Ja. Nun sagen Sie bitte. 600 Gramm. Tak, also bo ja 600, to 700 Gramm. Ich habe das sogar gewogen. Dla ciekawości tak zważyłem. Dla ciekawości, pani. Nur aus Neugierde. Ja. Und das wurde im Krematorium geschmolzen. So denke ich, im Krematorium hat das gemacht. Wieso kamen aber dann diese Koffer mit diesem Zahngold in die Apotheke? Skąd się to przybyły te kufry? Jakiś przyjaciel musiał mu to dać. Irgendein Freund musste ihm das gegeben haben. Und wer hat's denn angebracht, wissen Sie das? Proszę? A kto to przyniósł? No to nie przyniósł, to musiał przewieziony być sanitarką. Aha, zaś chyba wie pani razem z tymi walizkami są medykamenty przychodziły. Ja, das musste ja mit dem Sanitätswagen gebracht werden. Und ich glaube, das musste zusammen mit den Medikamenten auch. Bo to tak samo wyglądało zupełnie. Das sah nämlich genauso aus wie die Koffer mit den Medikamenten. Und nun hatten Sie diese Koffer da stehen sehen und dann war ein Mann beschäftigt, wie hieß der Mann? Sulikowski. Sulikowski, der lebt noch in Danzig. Soll ich buchstabieren? Ja. Siegfried Ulrich, ja. Ludwig, ja. Ida, Kaufmann, ja. Otto, Wilhelm, ja. Siegfried, Kaufmann, Ida. Ja, in Danzig. In Danzig, ja. On pływa na okrętach, nie pamiętam. To znaczy jako marynarz? Nie, nie, tam wiedzą, urzędnik jakiś to jest. A, er arbeitet irgendwie in der Schiff, bei der Schifffahrt. Schifffahrt, ja. Und dieser Sulikowski sollte das sortieren und Dr. Capesius abgeben. Więc on musiał to sortować i oddawać im. Doch, bitte? Und sortieren, hat er Doch, hat er gesagt. Ja, nun, also dann sagen Sie bitte nochmal, er sollte das sortieren. Und was soll er dann machen, wenn sortiert war? Das war doch nicht unsere Arbeit, das war eine Nebenarbeit für den Chef. Sonst wurde es doch von den Zahnärzten im Krematorium getan. Das war also keine offizielle Arbeit. Ja. No i dalej?
Das war also keine offizielle, keine Dienstbeschäftigung. Ja, und was geschah denn nun mit diesem Zahngold, wenn es sortiert war? W tym czasie, co się stało z tym złotem, kiedy ono zostało przez niego podzielone, tam posegregowane, to co on robił z tym? No zabrał doktor Capesius i poszedł. Ja, no doktor Capesius nahm es mit und no, ja tego nie widziałem, jak on brał. Ich hab's natürlich nicht gesehen, wie das in die Tasche gesteckt hat. No, aber to jest jasne, proszę Państwa. Aber das ist ja klar. Ja, sondern was haben Sie denn gesehen? Proszę? Więc co pan widział? Widziałem, jak mnie zawołał na górę, pokazał, to są walizki. Niech to kogoś wysortuje, prawda? Dla mnie to złoto. Ich hab gesehen, also die Koffer standen oben, Dr. Capesius rief mich und sagte, hier, einer muss ja kommen das, und für mich sortieren. Ja, und wo wurde das denn nachher eingeschmolzen? Co to a gdzież to później było pławione? Nie pamiętam, już ja nie mam pojęcia. Co. Chyba to było... No, das weiß ich nicht mehr. Da habe ich keine Ahnung. Ten jeden wypadek, co pamiętam, to powiedziałam, proszę Państwa. Że co, że... Te 15 kufrów było, zawołam i wtedy to ten wypadek. Ich erinnere mich, ich weiß von diesem einen Fall, da waren 15 Koffer und rief mich, zeigte mir die. Ja. Yeah. Sagen Sie, haben Sie einmal einem griechischen Häftling als Dolmetscher gedient, der 4 Liter Spiritus erwerben wollte. Aaron soll er geheißen. Aaron, was sag ich? Więc raz doktor Capesius mnie zapytał, czy są jakieś możliwości, może jakieś tam coś, jakąś broszkę ładną kupić, albo jakiś kamień, jakiś coś. No. Eines Tages fragte mich Dr. Capesius, ob es eine Möglichkeit gäbe, eine schöne Brosche oder irgendwie einen Stein zu kaufen. Ja byłem od niego całkowicie wtedy zależny, prawda? Ich war vollkommen von ihm abhängig damals. I mało tego, ale te szpitale też od niego były zależne, wszystkie nasze więzienne, prawda? Und nicht das nur. Alle unsere Häftlingskrankenhäuser, die waren auch von ihm abhängig. Und bemühte sich, diese Krankenhäuser sogar gut auszustatten. On miał dobre opinie u więźniów. Er hatte unter den Häftlingen einen guten Ruf. Nie był, proszę Pani, żaden taki, nie, nic, nie, on był rzeczowy człowiek, prawda? Das war ein sachlicher Mensch. No i ja od niego byłem całkowicie zależny. On mnie o to ich prosił, war no. Also von ihm vollkommen abhängig und bat mich drum. No, to była rzecz, tak, tego było dużo w obozie. Pani. Und es gab ja viel diese Sachen ja im Lager. Ja z tym nie miałem do czynienia, bo przecież ja pracowałem w aptece, prawda? Ich hatte wohl damit nichts zu tun, weil ich in der Apotheke arbeitete. Ale inni, co pracowali, pani, aber die anderen, którzy przy zugangach pracowali, pani, die bei den Zugängen in Kanada gearbeitet haben, no sie hatten damit zu tun, sie hatten große Möglichkeiten. I ten właśnie, ten Aaron, on się nazywał. Und eben dieser Aaron, to był właściciel małej apteki w Salonikach, wie pani. Der war Eigentümer einer kleinen Apotheke in Saloniki. To on mi powiedział, że on taką broszkę jakoś tam ma złoto. Er sagte mir, würde so eine goldene Brosche haben. No to ja nie chciałem w ogóle, wie pani, nie chciałem, żeby pan Capesius myślał, że ja pośredniczek w tym całej sprawie, wie pani. Ich wollte nicht, dass Dr. Capesius denkt, ich vermittle in der ganzen Angelegenheit. Ich rief also den Aaron. On dał tę broszkę, 4 litry spirytusu. Direkt zum Capesius, gab die Brosche dem Capesius und bekam dafür. Ile oczym? Nie pamiętam, 3-4 litry spirytusu. Ich erinnere mich jetzt nicht genau, 3-4 Liter Spiritus. Spiritus. Ja. Za Spiritus dostał kiełbasy, proszę Państwa, dostał masło, tam od rzeźników. Und für Spiritus bekam dann Aaron Wurst von den Schlechtern, Butter oder irgendetwas. Von den Metzger. To był taki wypadek jeden, był, pamiętam. Das dobrze. War so, ein Fall gab es, daran bardzo erinnere ich mich. Pamiętam, tak. Ich erinnere mich sehr genau daran. Noch eine letzte Frage. Was wissen Sie davon, ob Dr. Capesius auch Selektionen an der Rampe in Birkenau vorgenommen hat. Czy wiadomym panu coś jest o selekcjach przeprowadzanych przez doktora Capesiusza na rampie? Doktor Capesius na rampę na pewno jeździł. Doktor Capesius fuhr bestimmt nach Birkenau. Przyłożył tamtą walizki do apteki. Er brachte von dort die Koffer für die Apotheke. Persönlich brachte er diese Koffer. Ale czy on brał udział w selekcjach, tego ja nie wiem. Aber ob er an den Selektionen teilgenommen hat, das weiß ich nicht.
Ja, tego nie, nie mogłem wiedzieć w żaden das sposób. Konnte ich auf keinen Fall gesehen haben. I o ile sobie przypominam, to nawet nikt mi w obozie o tym nie mówił. Und soweit ich mich daran erinnere, hat mir sogar niemand darüber im Lager etwas gesagt. Mówili, że on na rampie był, że on na rampie jest. Man sprach davon, dass er an der Rampe war. Nie jeden raz, on tam był często. Nicht nur einmal, oft. Ale co on tam robił, to aber ja was er dort gemacht hat, das weiß ich. Za wyjątkiem tych kombinacji tych kufrów. Natürlich, mit Ausnahme von diesen Kombinationsgeschäften in den Koffern. Ja. Warum holte denn Dr. Capesius diese Koffer an der Rampe ab? Sie hatten doch gerade erzählt, dass diese Dinge von dem Kanada-Lager zu Ihnen kamen. On to robił oficjalnie wszystko. Das tat er alles ganz offiziell. Das tat er offiziell. Offiziell gemacht. Te kufry wszystkie, bo panią, szły najpierw do tej sortowni takiej, wie pani. Diese alle Koffer gingen zuerst mal in so Sortierräume. Tam wszystkie lepsze rzeczy oni wykradali stamtąd. Dort wurden die besten Sachen, lepsze lekarstwa. Die besten Medikamente und so weiter wurden, lepsze. Die Instrumente wurden gestohlen. I do nas przychodziło tylko takie pani, już te lekarstwa zniszczone. Und wir bekamen dann in die Apotheke bereits schlechtere, weniger wertvolle, beschädigte Medikamente. Doktor Capesius się zorientował w tej sprawie. Doktor Capesius wurde darüber klar, war darüber im Klaren. On wiedział, że tak nie powinno być, prawda? Er wusste, dass so nicht gehen sollte. I poszedł się tam do komendanta, czy gdzieś, załatwił to. I er ging, glaube ich, zum Kommandanten oder irgendwo hin und erledigte das auf diese Weise. Że są specjalne takie walizki, wie pani, z czerwonym krzyżem, co lekarze przywożą. Er sagte, es gibt so besondere Koffer mit dem Roten Kreuz drauf, wo Medikamente drin sind. I te walizki on chce, żeby bezpośrednio und dass er wünscht, diese Koffer unmittelbar, also sofort, für die Apotheke zu holen. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Wir wollen jetzt zunächst mal eine Pause einlegen bis 5 Minuten vor 10. Vor 11 wollte ich sagen. Ja, przyjdę. Für mich. Er hat mich kollegial behandelt. I było bardzo nieładnie z mojej strony, żebym ja coś powiedział und na niego. Es wäre nicht schön von mir, wenn ich irgendwelche Unwahrheiten gegen ihn hier ausgesagt ja hätte. Ja to absolutnie nigdy nie zrobię. Das werde ich niemals auch tun. Ale w Auschwitz zginęło 3 miliony ludzi. Aber in Auschwitz sind 3 Millionen Menschen w tym gestorben. Wielu moich przyjaciół zginęło. Darunter viele junge Menschen, die Freunde von mir waren. Ja za swój obowiązek uważam. Deswegen halte ich für meine Pflicht, wszystko, co widziałem, to powiedzieć. Alles, was ich gesehen habe, auszusagen. Ale nie chcę nic absolutnie dodać. Ich möchte aber nichts hinzufügen. I nie chcę absolutnie, proszę Pani, wcale, proszę Panią, und ich möchte auf keinen Fall nic takiego powiedzieć, czego nie jestem 100% pewien. Und ich möchte auf keinen Fall irgendetwas sagen, dessen ich nicht hundertprozentig sicher bin. Gut. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Bitte schön. Herr Sikorski, noch mal zurück zu dem Phenol. Bitte. Wissen Sie, ob SDGs noch Phenol in Flaschen in der Apotheke abholen, zu der Zeit, als Dr. Capesius schon die Apotheke leitete? Ja, bestimmt. Wissen Sie, ob unter diesen Sanitätsdienstgraden auch der Angeklagte Claire gewesen ist? Ich meine, wer schon nicht war Claire? Był Claire schon nicht. Ja, unter ihnen war Claire. Er unterschrieb auch oft. Aufforderung extra für Phenol. Aufforderung extra für Phenol. Die Fotografie tego była w naszych gazetach, proszę Państwa, tego zamówienia jego. So eine Anforderung, seine Aufnahme, war in unseren Zeitungen veröffentlicht, von ihm unterschrieben. Das ist 100% original. Hat der Angeklagte Claire zu der Zeit Phenol in der Apotheke abgeholt, als der Angeklagte Dr. Capesius dort war. Czy Claire zabrał kiedykolwiek fenol w tym czasie, kiedy Dr. Capesius był kierownikiem apteki? Czy osobiście on zabierał? Tak. Ja, ob er persönlich abgeholt hatte, hundertprozentig bin ich nicht sicher. Na pewno zabierał, kiedy był. Er hat ja ganz bestimmt ja abgeholt. Flaschke, das habe ich ja sogar gesehen, wie er die Flasche direkt in die Hand genommen hat. Aber zu welcher Zeit?
dessen bin ich nicht hundertprozentig. Ob dort zu der gleichen Zeit Dr. Capesius Leiter der Apotheke war, dessen bin ich nicht hundertprozentig sicher. Herr Landgrister Tomasch. Herr Zeuge, Sie sagten uns, dass die Apotheke sich vergrößert hatte. Pan powiedział nam, że apteka powiększyła się. Że z początku była mniejsza. War. Ab wann war denn Strauch tätig? I że tam pracował też Strauch. Od jakiego czasu? To jest 40, proszę Pani, jakiś chyba drugi rok w połowie gdzieś. Das war etwa Mitte 42. Mitte 42. Noch Krömer war noch da. To był taki wypadek, proszę Pani, że Krömer raz poszedł do obozu. Wie Pani, nie wiem, po co tam on poszedł do obozu. Es war so einmal ein Fall. Der Krömer ging eines Tages ins Lager. Ich weiß nicht, tak, warum. Jeden taki w ogóle z więzień, wie Pani, całkiem już zniszczony. Und ein vollständig schon abgezehrter Häftling, ein älterer Jude, powiedział mu, dzień dobry Panu, Panie Kolego. Sagte zu ihm, guten Tag, Herr Kollege. Und das war Strauch. Da war Strauch. Und hat ihn mitgebracht. Hat mitgebracht in der Apotheke. Nun folgendes, das haben Sie uns nicht erzählt, das sagte gestern ein Zeuge. Ist es richtig, dass da ein Unterschied war zwischen der SS-Apotheke, also der Apotheke, ja, die SS-Leute versorgte, ambulant oder fürs Revier, und einer Apotheke für die Häftlinge? Czy była różnica, jeden ze świadków wczoraj nam to powiedział, pan jeszcze nie, tak, że była różnica między apteką z lekarstwami przeznaczonymi dla SS-manów i dla SS-rewiru, tak, tak, i apteka więc dla więźniów. Szły dwa zamówienia szły do Berlina. Also es gingen zwei Anforderungen nach Berlin. Jedne dla SS, a drugie die dla eine für SS, für die SS und die andere für die Häftlinge. Ale tu potem mieszane już było wszystko. Aber später wurde schon alles durcheinander gemixt. Und räumlich war das räumlich auch durcheinander, denn gestern sagte uns ein Zeuge, das möchte ich Ihnen vorhalten, die eine wäre auf der linken Seite gewesen, die andere auf der rechten Seite. Links, das war so, to myśmy tak nazywali, wie Pani, ja, bitte schön, SS, to była lewa. Das haben wir ja so untereinander genannt, das links, das was links war, war die SS-Apotheke. A na prawo to było. Und rechts war Häftlingsapotheke. Die Häftlingsapotheke. A to wszystko razem było. Und der gelbe Schrank war aber links. Aber alles zusammen links war die SS-Apotheke. Alles zusammen. Und der gelbe Schrank, links, der war links. Der war links. I tylko recepty się robiło tylko na lewo, wie Pani. Recepty wszystkie się robiło na lewo. Recepty przygotowywane na lewo było, tak. Und links war alles nach Rezeptur, ja, war auch a links. A tylko były te gotowe rzeczy. Tak. Nur die Fertigfabrikate, die waren. Początkowo, proszę Pani, to wszystko było bardzo małe, wie Pani. Lekarz mieć im bardzo mało. Am Anfang war das alles in kleinen Größen. Przysłano lekarz bardzo mało. Wir hatten sehr wenig, sehr geringe Mengen von Medikamenten. Es herrschte ein großer Mangel an Medikamenten im Lager. Überhaupt, es gab sehr, sehr wenig Medikamente. Und dann, wenn die, sobald die großen Transporte begannen anzutreffen, da hat das Rote Kreuz dafür Medikamente gegeben. Und wo haben Sie nun in erster Linie gearbeitet, links oder rechts? Erst links, war bloß allein in Apotheke. Allein, ja. Und später rechts, das war früher Führerheim. Wissen Sie, das war überhaupt keine Apotheke rechts. Und da haben Sie dann nachher gearbeitet? Proszę Wysokiego Sądu, tak, proszę powiedzieć, proszę Wysokiego Sądu. Na prawo, bo potem dopiero Apotheke zrobili. Führerheim przenieśli gdzie indziej. Also erst später wurde das, was rechts sich befand, auch die Apotheke, nachdem man das Führerheim woanders gebracht hat. Tam były właśnie sortowane te lekarstwa wszystkich, które przychodziły. Und dort wurden auch die Medikamente sortiert, die von den Transporten kommen. Aha, und ab wann war das rechts? Od którego to mniej to czasu koniec, to było? Koniec 42 roku. Also Ende 42 war das. Ende 42. Jetzt weiter. War Ihnen in Auschwitz, in Ihrer Auschwitz-Zeit wohlgemerkt, nicht nachträglich, bekannt, dass es zwei Sorten Zyklon B gab, nämlich mit Reizstoff und ohne Reizstoff? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Was ist denn dieses Stoff, von dem Sie... Mit Reizstoff, das ist ein Warnstoff, damit man auf das Gas aufmerksam wird, wenn man es verwendet zum Entwesen. Czy tam na tym była jakaś zmianka, że to jest przeznaczone dla dezynfekcji i drugie, na których nie było? Das wussten Sie nicht. Nein. Wussten Sie mit Beschriftung, meint bitte? Mit Beschriftung. Ja, Beschriftung auch. Nie, to tego nie czytałem. Tego pan nigdy nie czytał. Nic, żadnych Tatsache kann sie auch nicht.
dass es so etwas gab, wissen Sie damals auch nicht. Że coś podobnego było, to panu też nie jest wiadomo. Tylko mówili mi więźniowie, którzy to widzieli, że to są takie jakieś granulki były niebieskie, wie pani, takie owalne, jakieś były drażetki takie niebieskie były i one się potem rozpadały, wydzielały gaz. Ja nur diejenigen, die das gesehen haben, haben mir erzählt, dass so blaue Drażets waren und wenn sie so zerfielen, dann kam Gas daraus. Das haben die Ihnen damals erzählt? Damals in Auschwitz wurde das erzählt. Und wie viele Büchsen verwendet werden mussten, darüber wussten Sie nichts? Ja, nach dem Kriege habe ich... Damals wussten Sie nichts davon. Nein, da will ich Sie dazu nicht weiter fragen. Etwas ganz anderes. Sie haben einmal ausgesagt, dass der Angeklagte Capesius einmal mit dem Sanitätswagen vor der Apotheke vorgefahren sei und ihnen befohlen habe, den Wagen befindlichen Koffer auszuladen. Dabei hätten Sie in dem Wagen eine Gasmaske und einen dieser Spezialöffner zum Öffnen von Gasbüchsen gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Und da kam Dr. Capesius, kam damals mit diesem Wagen angefahren. A Dr. Capesius przybył tym autem. Przypadkowo całkiem. Co znaczy przypadkowo? Zufällig. Kto przypadkowo? Wóz był pusty, on przyjechał tym wozem. Ja, das war aber ein Zufall. Der Wagen war leer und kam mit dem Wagen. Aha, es war ein Zufall. Ja, Zufall, ja. Jetzt etwas ganz anderes noch zu dem Zyklon. Wann haben Sie zum ersten Mal in der Apotheke was davon gehört, dass Zyklon gelagert war? Kiedy pan po raz pierwszy słyszał w aptece, że cyklon przechowuje się, magazynuje się? Przyszły jakieś kartony, o których w ogóle do nas nic nie mówiono wcale. Jakieś, wie pani, takie tajne rzeczy były. Es kamen dort kartons, über die man mit uns nicht sprach. Tylko sami SS-i, wie pani, tym nur die SS-Männer haben sich damit beschäftigt. Mnie to w ogóle zainteresowało, dlatego że na ogół to ja wszystko załatwiałem zawsze. Und das interessierte mich, weil im Allgemeinen habe ich ja doch alles erledigt. I co to takiego mogło być? No, dopiero potem was powiem, könnte das gewesen potem sein? Potem dopiero ci, wie pani, gazmajstrzy kręcić. Später kamen dann diese Gasmeister und gingen herum. Und die Kameraden haben gesagt, ja, das ist das Gas. Und wann war das? Kiedy to było? 1942. Vielleicht 43. Aber eher 42. War Ihnen bekannt, dass dieses Gas auch zum Entwesen verwendet wurde? Czy panu było wiadomo, że gaz był też używany do dezynfekcji? Tak, to jest prawda. Ja, das ist wahr. Aber welches zu welchem, das wissen Sie nicht. Bloki, w obozie bloki przybyły dezynfekowane tym gazem. Im Lager wurden die Blocks damit dezynfiziert. Ja. Przeciwko to nazywało się, wie pani, jakieś otwrzenie. Entlausung. Tak, tak. Nawet tam zaś dwóch więźniów się otruło kiedyś. Sogar es sollten zwei Häftlinge vergiftet, also haben sich damit vergiftet, zufällig bei irgendwelcher Gelegenheit. Und habe ich Sie richtig verstanden, dass der Schlüssel zu dem Gaslager im Alten Theater auch bei der Apotheke war? Sicher, dort war Chlorkalk auch. Da wurde das Wappen, was ich meine. Ach, Chlorkalk war da auch gelagert. Ja, da melde ich mir den Klutsch. Und wir hatten die Schlüssel davon. Ja, Dankeschön. Herr Staatsmann. Herr Sikorski, ich möchte zunächst noch etwas bei der Frage verweilen, ob sich der Angeklagte Dr. Capesius an der persönlichen Habe der Häftlinge und der Ermordeten bereichert hat. Chcę pozostać teraz przy pytaniu, czy dr Capesius wzbogacił się majątkiem pozostałym po zamordowanych ludziach. Sie haben heute davon gesprochen, dass dort oben die ausgebrochenen Zähne lagen auf dem Dach. Pan dzisiaj rano powiedział, że na górze, na strychu leżały zęby. In Ihrer Vernehmung seinerzeit bei der Staatsanwaltschaft hatten Sie diesen Vorfall nicht geschildert, sondern nur das Tauschgeschäft. Podczas zeznania pana przed prokuraturą nie mówił pan o tych zębach, pan wspominał tylko o tych interesach. Mówiłem o zębach też. Doch, ich habe ja auch von den Zähnen gesprochen. Der Name Sulikowski habe ich auch, doch den Namen Sulikowski habe ich damals auch erwähnt. Nun, es ist jedenfalls damals nicht aufgenommen worden.
Also Sie glauben, sich erinnern zu können, wenn ich Sie recht verstehe, dass Sie das damals erzählt haben. Pan nie przypomina sobie, co pan, nie przypomina pan sobie, co pan wtedy opowiadał podczas swojego zeznania? No, pamiętam, to samo, co teraz. Ich erinnere mich, dass ich genau das Gleiche, was ich jetzt ausgesagt habe, auch damals sagte. Damals ist im Protokoll aufgenommen worden, dass bei dem Tauschgeschäft der Dr. Capesius einen Brillanten erhalten hätte. Ja, heute habe ich die Dolmetscherin so verstanden, dass es eine Brosche mit Brillanten sein. Aber die Brosche hatte Brillanten auch. Ja. In der Brosche waren Brillanten eingesetzt. Ja. Nun, Herr Sikorski, können Sie sich an einzelne Vorfälle erinnern, bei denen der Angeklagte Dr. Capesius sich sonst Sachen, Wertgegenstände organisiert hat? Czy przypomina pan sobie jeszcze inne wypadki, w których Dr. Capesius wzbogacił się majątkiem zabitych? Więc w tych walizkach, które przywoził z rampy, tak. To były także jakieś dobre takie ubrania męskie. In diesen Koffern, die er von der Rampe brachte, waren auch gute Herrenanzüge. No to potem jakieś, nawet on się za to więzią kartofle, a skupił coś, pamiętam. Und später hat sogar einmal dafür den Häftlingen Kartoffel gekauft. Za te ubrania zamienił, coś takiego zrobił. Er hat da irgendwie getauscht. To było tak, to było tak. So einmal war es so. Więc ja nie wiem, co, proszę Wysokiego Sądu, ja nie wiem, co dr Capesius robił po Oświęcimiu. Ja, bitte das Hohe Gericht zu beachten. Ich weiß nichts davon, was dr Capesius nach Auschwitz nie wiem, gemacht hat. Że był w Mauthausen potem. Ich glaube, er war später in Mauthausen. No, niewątpliwie on miał możliwość ten majątek stamtąd wynieść. Ohne Zweifel hatte er die Möglichkeit, das Vermögen von dort fortzubringen. No, ja, danach frage ich nicht, Herr Sikorski. Ich frage danach, ob Sie beobachtet haben, dass Dr. Capesius, ob Sie selbst beobachtet haben, dass Dr. Capesius aus diesen Koffern Wertgegenstände und wenn ja, welche entnommen hat. Nie chodzi o to, co potem było. Chodzi o to, czy pan sam obserwował wypadki, że dr Capesius brał jakieś rzeczy z walizek dla siebie i jakie to były rzeczy, jeśli pan widział. Ja przy walizkach nie pracowałem. Ich habe bei den Koffern nicht gearbeitet. Ale te broszkę raz widziałem. Aber diese Brosche habe ich einmal gesehen. Złoto raz widziałem. Gold habe ich einmal Zdaje gesehen. Się, że tam jakiś pierścionek mu dali, jest na strychu też. Ich glaube mich zu erinnern, dass dort ein Brillantring auch einmal gewesen ist. Die Häftlinge haben es ihm gegeben. Ktoś w Watte znalazł, wie pani da się, w Watte. In Watte war das irgendwie gefunden worden. Zdaje się, że mu to oddali raz. Und ich glaube, man hat ihm das gegeben. Haben Sie gesehen, wo er das Gold und wo er den Brillantring aufbewahrt hat oder hingebracht hat? Nie, pan, gdzie on przechowywał właśnie ten broszkę z brillantem. Tego nie wiem, nie. To on mieszka przecież poza obozem. No, das weiß ich doch nicht. Er wohnte außerhalb des Lagers. Ja, haben Sie das Gold in seinen Händen oder in seinem Zimmer oder sonst wo gesehen? Oder haben Sie das nur erzählt bekommen? Czy pan widział złoto u niego w ręku, czy u niego w pokoju i czy panu tylko opowiadano o tym? Ja u niego w pokoju nigdy nie byłem. Pamiętam, nie ich war ja niemals in seinem Zimmer, das war doch außerhalb des Lagers. Ja, Herr Sikorski, woher wissen Sie dann, dass er Gold gehabt hat? Skąd, że pan wie, że on miał złoto? Ja, von diesen Zähnen doch. Ja, ich frage Sie, ich habe Sie danach gefragt, ob er sich aus den Koffern etwas entnommen hat. Und ja, da sagen Sie ja. No, brał te ubrania proste od kufra. No ja, zum Beispiel die Anzüge hat er aus den Koffern genommen. Tam coś na pewno było, ale on mi nie mówił, co on bierze. Ja, mein Gott, es war ja doch bestimmt verschiedenes in den Koffern, aber er hat mir doch nicht erzählt, was er nimmt. Ja, woher wissen Sie, dass er etwas daraus genommen hat? Skąd, że pan wie, że on w ogóle coś z tego wziął z tych kufrów? Bo ci ludzie, którzy przywozili do obozu, wszystko, co najlepsze mieli, brali ze sobą. A to byli bogaci lekarze, przeważnie węgierscy. Das war doch so. Die Menschen, die ins Lager kamen, sie haben das Beste, was sie besaßen, in diesen Koffern also mitgebracht. Und das waren reiche ungarische Ärzte. Ja, gut, aber Herr Sikorski, Sie sind doch Apotheker und können unterscheiden zwischen einer Schlussfolgerung und etwas, was man gesehen hat. Soll ich das, was Sie sagen, so verstehen, dass Sie eine Schlussfolgerung ziehen, Capesius hat sich genommen, weil er die Koffer gehabt hat, oder haben Sie selbst gesehen, dass er sich daraus etwas genommen hat, oder haben Ihnen andere,
andere Häftlinge pan etwas davon erzählen. Powinien, przecież i prawdopodobnie jako aptekarz umie pan rozróżniać między tym przypuszczeniem, który, między, na skutek jakiegoś związku przyczynowego, jak w tym wypadku, że tam było bogaci ludzie, przywieźli sobą i tak dalej, a między tym, co pan rzeczywiście widział na własne oczy. Więc widział pan na własne oczy wypadki, żeby doktor KPS już brał coś dla siebie z kufrów. I co? Wtedy te dwa ubrania widziałem, to znaczy trzy? Ich habe damals das eine Mal, also zwei oder drei Anzüge gesehen. A poza tym to on to bez świadków. No. Und darüber hinaus hat er das ohne Zeugen gemacht. Das nehmen Sie an. Pan tak przypuszcza. Na pewno tak było. Das war ganz bestimmt so. Walizki otwierał, sam je przeszukiwał, dopiero wybierał. Er öffnete die Koffer, suchte da was aus. I co? Oddawał potem resztę. Und später gab den Rest mit dem Koffer wieder zurück. Wo tat er das? Gdzie on to robił, przeszukiwanie? W pokoiku małym na dole przy aptece. Das war ein kleines Zimmerchen. Może unten, może na strychu, też, ale ja nie pamiętam. Vielleicht auch oben auf dem Boden. Ja tego na strychu nie widziałem. Das auf dem Boden habe ich nicht gesehen. Wo waren die Anzüge? Wo haben Sie die Anzüge gesehen? Gdzie pan widział te ubrania? W tym małym pokoiku tam to ubrania miało. Die Anzüge habe ich in diesem kleinen Zimmerchen gesehen. Przy wyjściu zaraz na prawo. Das war gleich beim Eingang rechts. Na prawo. A dalej była ta rechts. Apteka. Und weiter ist die Apotheke gewesen. Von den Medikamenten, die aus diesen Koffern heraussortiert wurden, kamen die zur SS-Apotheke oder kamen sie zur Häftlingsapotheke? Czy lekarstwa, które były wysortowane, wzięte z tych kufrów, czy one przychodziły do apteki więźniarskiej, czy do apteki SS-mańskiej? I tu, proszę Państwa. Sowohl in die eine, als auch in die andere Apotheke. Nach welchen Gesichtspunkten? Z jakiego punktu widzenia? To były tak zwane Beutewaren, wie pani nazywali to zdobyczy. Sie nannten diese Medikamente Beuteware. Also Kriegsbeute. Lepsze rzeczy, takie wie pani, proszę Wysokiego Sądu, takie rzeczy lepsze. Die besseren Sachen, wissen Sie, die wertvollsten. To się ustawiało na półki i stały w aptece, prawda? Die stellte man auf die Regale und sie blieben in der Apotheke stehen. A takie rzeczy gorsze, już zaczęte pudełka rozmaite. Und die weniger wertvolle, angebrochene. To wszystko szło do walizek. Das alles ging in die Koffer. I potem na zamówienie doktor Capuzius pisał plus. Und auf den Anforderungen schrieb dann Dr. Capesius zusätzlich plus 20 Koffer, 20 plus 20 Koffer Beuteware. Und das gaben wir dann ins Krankenhaus. Ist es vorgekommen, dass Medikamente, obwohl sie vorrätig waren in der Häftlingsapotheke, von Dr. Capesius zurückgehalten wurden bei einer Anforderung? Czy bywały wypadki, że lekarstwa, które znajdowały się w aptece więźniarskiej, były zatrzymywane przed doktora Kapturze i nie wydawane mimo zamówienia? Rozumiem pan pytanie? To jest pytanie wybitnie niefachowe, proszę panią. Das ist ausgesprochen wenig fachmännisch gestellte Frage. Zaopatrzenie w lekarstwa było najpierw bardzo słabe. Zuerst waren die Medikamente sehr knapp. Potem przychodziły te lekarstwa właśnie z transportów. Später kamen die Medikamente eben von diesen Transporten. Ja miałem na rzeczy, których było mało. Für diese Sachen, die wenig, in wenigen kleineren Mengen vorhanden waren. Według ilości więźniów i według pracy, jak dany obóz wykonywał, ja miałem rozdzielnik. Hatte ich ein Verteilungsschlüssel. Und zwar prozentuell nach der Häftlingszahl in einem bestimmten Lager und nach der Art der Arbeit, die dort ausgeübt wurde. Ja nie mogłem pierwszemu obozowi dać wszystkich lekarstw, bo dla drugiego by nie było. Ich konnte nicht an ein Lager alle Medikamente geben, weil dann für andere auch nichts geblieben wäre. Byśmy to rozdzielali sprawiedliwie według tego, co jest. Wir haben das gerecht verteilt. Jak doktor Kapuzius przyszedł do obozu? On był dobry fachowiec. Als Dr. Capesius ins Lager kam und er war ein guter Fachmann, on się pojechał do Berlina wtedy, żeby dali nam więcej lekarstw. Fuhr er nach Berlin und bemühte sich,
darum, dass wir wenig mehr Medikamente bekommen. Ich erinnere mich, dass er zwei Gänse sogar mitgenommen hat. Nach Berlin. Er fragte mich danach damals, wie viel Sulfonamid-Präparate wir benötigen. Ich weiß nicht mehr die Zahl, aber ich glaube, 300.000 wurde angegeben. Er fuhr also nach Berlin. Dort war ein Apotheker, ich glaube General, SS-General, Brigadeführer. Und er sagte ihm, dass er so und so viel Sulfonamide für Auschwitz braucht. Und der General antwortete ihm, er habe für alle Lager so viel. Und der General verringerte die Zahl auf 30.000. Der angeklagte Capesius kehrte zurück und erzählte mir davon. Und sagte mir, wir haben ja eben nicht mehr. Schluss. Wir müssen diese 30.000 verteilen und dann ist der Fall erledigt. So war's. Ich bedauere, dass ich möglicherweise eine nicht fachmännische Frage gestellt habe. Aber offensichtlich haben wir uns zum doppelten Unglück auch noch missverstanden. Ich will deshalb die Frage noch einmal anders formulieren. Bardzo mi przykro, że postawiłem niefachowe pytanie, ale oprócz tego wszystkiego na nieszczęście nie zrozumieliśmy się, bo pan nie odpowiedział na pytanie, więc powtórzę to jeszcze raz. Proszę bardzo. Ist es beispielsweise vorgekommen, dass Chinin-Tabletten in der Apotheke waren, dass von irgendeinem Häftlingskrankenbau Chinin angefordert wurde, weil ein besonderer Grund dafür vorlag, in größeren Mengen? Und ist es dann vorgekommen, dass der Angeklagte Dr. Capesius gesagt hat, wir geben das Chinin nicht heraus? Czy zdarzył się taki wypadek, że na przykład chinina była w aptece? Któryś z obozów, podobozów, czy któryś, ktoś, jakaś izba chorych z któregoś z podobozów zażądała w pewnym poszczególnym wypadku ilości chininy, większej ilości chininy i doktor Capesius, mimo że ta chinina znajdowała się w aptece, nie wydał jej, powiedział, nie wydam. Czy był taki wypadek? Ich glaube, Sie können die Frage mir einfach mit ja oder nein beantworten. Sądzę, że pan może odpowiedzieć tak czy nie? Nie na przykład, przecież to jest tylko przykład. Czy był taki wypadek, że były jakieś lekarstwa? Jeżeli mieliśmy 30 obozów, takie wypadki były. Ale jeżeli mieliśmy 30 obozów, proszę Wysokiego Sądu, to nie możemy pierwszemu obozowi dać wszystko, bo te 29 by nie dostało nic. Ja, ich habe die Frage verstanden. Und auch vorher verstanden. Ich wollte damit sagen, wenn wir 30 Lager hatten und da waren wir nicht in der Lage, alles an ein Lager zu geben, weil damit, nur weil er das Erste war, weil wir damit an andere nichts mehr zu verteilen hätten. Aus Boshaftigkeit hat er das bestimmt nicht, hat er das nicht gemacht. Gut, danke schön. Sie sagten, der Herr Dr. Capesius habe den Schlüssel zum Theatergebäude gehabt. Wissen Sie mit Sicherheit, dass es nur einen Schlüssel gab? Ist es möglich, dass es noch mehrere Schlüssel gab und dass die in anderen Händen waren? Von Theatergebäude. Ja, bitte. Pan powiedział przedtem, że klucz od Teatergebäude, od tego pomieszczenia teatru, znajdował się w rękach do kapusza. Czy może być taki wypadek, że było więcej kluczy, że one znajdowały się gdzie indziej? Pierwotnie ten klucz miał kto inny. Ursprünglich besaß dieser Schlüssel diesen Schlüssel jemand anders. Bo tam naszego magazynu nie było wcale. Weil wir dort kein Magazin hatten. A potem Chlorkalk w wielkiej ilości przychodził. Und später kam Chlorkalk in großen Mengen. W drewnianych beczkach takich. In Holzfässern. Nie mieliśmy wtedy magazynu. Wir hatten damals kein Magazin. I wtedy dali nam właśnie und man gab uns damals eben dieses Magazin im Theater. Und als man uns das Magazin gegeben hat, hat man uns auch den Schlüssel dafür gegeben. Ja to nie przypuszczam, żeby te klucze mógł ktoś inny zatrzymać wtedy. Ich nehme nicht an, dass jemand anders den Schlüssel hat.
Urzędowo na pewno nie wie pani. Amtlich, also dienstlich auf jeden Fall, offiziell auf keinen Fall, denke ich mir. Ja. Nach Magazin mit Klutsche mieliśmy. Wir hatten doch, das war unser Lager und wir hatten den Schlüssel dafür. Können Sie sich an eine Äußerung des Dr. Capesius im Zusammenhang mit der Liquidation des Zigeunerlagers erinnern? Ja, może sobie pan przypomnieć, co powiedział dr Capesius w związku z likwidacją obozu cygańskiego? Tak, to jest prawda. Ja, das ist wahr. Was hat er gesagt? Co on powiedział? Proszę Wysokiego Sądu, dr Capesius wtedy mnie trochę z równowagi wyprowadził przed prokuratorem, bo on powiedział, że on nic nie wie, że kogokolwiek zamordowano w Oświęcimiu, wie pani. Ja, ich möchte dem Hohen Gericht etwas sagen. Damals hat Dr. Capesius mich sehr aufgeregt, dadurch, dass er vor dem Staatsanwalt gesagt hat, er wüsste nichts davon, dass jemand in Auschwitz ermordet wurde. No, to było bardzo dla mnie dziwne, w ogóle, das war für mich sehr erstaunlich, dass er überhaupt so etwas sagen konnte. On przecież był majorem SS. Er war doch SS-Major. On dobrze wiedział, co tam się dzieje. Er wusste gut, was dort geschieht. No i właśnie on wtedy, więc ja mu wtedy powiedziałem, że takie rzeczy on może do prokuratora mówić, a nie do mnie. Ich habe ihm damals gesagt, er kann so etwas dem Staatsanwalt sagen, aber nicht mir. I powiedziałem mu, że ja miałem rozdzielnik taki tych lekarstw. Und ich sagte ihm, ich hatte doch so ein Verteiler für Medikamente. Verteilungsschlüssel. Procentowo to było. Prozentuell aufgeteilt. I między innymi tam był obóz cygański napisany. Unter anderem war dort auch das Zigeunerlager aufgeführt. Według tego klucza ja rozdzielałem lekarstwa. Nach diesem Verteilungsschlüssel wurden die Medikamente verteilt. I on przyszedł do mnie rano kiedyś. Er kam an einem Morgen zu mir. I mówi, niech pan wykreśli z tego und sagte mir, streichen Sie aus diesem Verteilungsschlüssel das Zigeunerlager. Bo tam w nocy była akcja i to sprawienie weil aktualne. Nachts ist eine Aktion dort durchgeführt worden und das ist nicht mehr aktuell. To sprawienie aktualne. Die Sache ist nicht mehr aktuell. Dowiedziałem się parę godzin potem od kolegów, że ten obóz został w nocy całkiem zlikwidowany. Und ein paar Stunden später erfuhr ich von meinen Kameraden, dass dieses Lager in der Nacht vollständig liquidiert wurde. Między cyganami byli tam dwaj żołnierze, którzy przybyli prosto z niemieckiego frontu, którzy mieli żelazne krzyże, proszę pani, nawet. Unter den Zigeunern waren zwei Soldaten, Unteroffiziere, die eben von der Ostfront gekommen sind, also deutsche Soldaten, die eiserne Kreuz besaßen. I oni jako cyganie byli do obozu wprowadzeni. Und sie wurden als Zigeuner, deswegen, weil sie Zigeuner waren, ins Lager gebracht. Oni poszli do komendanta. Sie gingen an den Kommandanten und sie haben gesagt, dass sie ja gestern erst an der Front gekämpft haben. Sie hatten ja das Eiserne Kreuz. Sie haben gesagt, es muss ja doch missverständlich sein, dass man sie hierher gebracht hat. Und der Kommandant hat ihnen deswegen erlaubt, das Haar länger zu tragen. Und später war der Fall erledigt. Ich habe damals den Kameraden gesagt, auf diese Weise können Sie den Krieg nicht gewinnen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Dr. Capesius Ihnen erklärt hat, das Zigeunerlager sei erledigt, noch ehe die Liquidation stattgefunden hat? Czy dr Capesius powiedział panu o tym, że obóz został zlikwidowany przed tym, zanim obóz został zlikwidowany? Nie, potem. Nein, das war doch danach. Tak, po nocy. Ja. Nach der, ja. Am Morgen, an einem Morgen. Ja. Sie haben in einem Haus gearbeitet, das gegenüber dem alten Krematorium liegt. Haben Sie Beobachtungen machen können, dass in diesem Krematorium Menschen vergast wurden? Tak, było to. Mógł pan obserwować? Tak, widziałem. Ja, das habe ich gesehen. In welchem Jahr war das? Kiedy to było w tym roku? Chyba 42, myślę. Ich glaube 1942 etwa. Myślę tak, potem do Birkenau. Ich glaube so. Potem do Birkenau. Weil später alles nach Birkenau doch ging. Haben Sie es einmal oder mehrmals beobachten können? Czy pan to jeden raz tylko obserwował, czy kilka? Raz to dokładnie pamiętam bardzo. Raz bardzo dokładnie pamiętam. Das eine Mal, da erinnere ich mich ganz genau daran. Zamknięto krematorium, wie pani? Das Krematorium wurde abgeschlossen. Potem ci jakiś dwóch podoficerów weszło z tym gazem, rzucali. Zwei Unteroffiziere gingen, gdzie? Na dach tam weszli krematorium. Stiegen auf das Dach des Krematoriums. Rzucili te puszki. Warfen diese Dosen. I
hinein. Und um das Gebäude fuhren die Motorräder ohne Schalldämpfer, um, damit man die Geräusche nicht hören kann, also die, den, das Geschrei nicht hören kann. So war es einmal. Haben Sie einen der hier Angeklagten bei diesen Vorgängen beobachten können? Czy pan przy tych tego rodzaju wypadkach widział którego z oskarżonych? Nie, nie widziałem wtedy. Nie pamiętam wtedy. Ja wtedy wolałem ich nie widzieć, bo proszę, to był taki wypadek, że jakiś Francuz przez okno widział kogoś strzelany. Nein, ich erinnere mich nicht daran. Und ich, es war, ich zog vor, sie nicht zu sehen. Es gab nämlich einen Fall, ein Franzose, der hat durch Fenster beobachtet und er wurde erschossen. Natürlich. Sofort wurde er erschossen. Ist unter den Häftlingen in der Apotheke oder sonst mit den anderen Häftlingen, mit denen Sie im Lager zusammenkamen, über die Tätigkeit des Angeklagten Claire gesprochen worden? Ich meine jetzt nicht die Abspritzungen, sondern seine angebliche Beteiligung bei Vergasungen in Birkenau. Czy pan rozmawiał z kimkolwiek z kolegów w Oświęcimiu o działalności Claire'a? I niedziałalności, mam na myśli niedziałalności zabijania, problem tylko przy gazowaniu jego rzekomo. No on był, on był szef od tych, od tych facetów. Er war Chef von diesen Kerlen. Woher wissen Sie das? Ist das erzählt worden? Hat er ihn, hat, haben Sie das, wie haben Sie das gehört? Czy to opowiadano? Skąd pan się o tym dowiedział? No przecież oni byli koło nas, mieli to swoją, oni mieli tam tak, oni w ogóle byli wszyscy w tym samym budynku, co ja. Sie waren doch alle in dem gleichen Gebäude wie ich. Mieli taką łazienkę, zajmowali tam taką, taki Sie Waschraum, hatten ja dort so einen Waschraum belegt gehabt. Und tam się kręcili stale po tym und budynku. Sie waren ja ständig, sie gingen aus und ein dort. Chef. Und Claire, das war Chef von ihnen. Oni dostawali dodatki jakieś specjalne żywnościowe. Sie bekamen auch zusätzliche Verpflegung. I to Claire rozdzielał między nimi. Und Claire verteilte on diese Verpflegung unter ihnen. Na wadze tam. Er, in der Apotheke hat er das auch abgewogen. Cukierki, masło, to Bonbons und Butter. Ja und die Butter. Daran erinnere ich mich. Bo tam nikt wagi nie miał, tylko myśmy mieli wagę. Weil niemand eine Waage dort gehabt hat, nur wir. Und da ist er in die Apotheke gekommen, um die Sachen dort zu wiegen. Ja. Können Sie sich... Versuchen Sie bitte, die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, ganz präzise zu beantworten. Können Sie sich mit Sicherheit erinnern, ob das im Jahre 1944 war? Czy może pan z całą pewnością, i proszę spróbować dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, czy może pan sobie przypomnieć, że to z całą pewnością miało miejsce w 1944 roku? Ja to wykluczam raczej. Że co? Że to było w 1944 roku. Das schließe ich eher aus, dass es 1944 war. Bo ja tylko dwa tygodnie byłem wszystkiego w 1944 roku. Moment, Entschuldigung, ich habe an 45 gedacht. Also ich denke jetzt, um Ihnen eine Gedächtnisstütze zu geben, beispielsweise an die Zeit der großen Ungarn-Transporte. Na przykład, że panu dopomóc, mam na myśli okres, kiedy duże transporty z Węgier przychodziły. Czy Claire wtedy był szefem tych... Sie meinen, ob Claire zu der Zeit Chef war? Ob er da in diesem Gebäude war und ob er zu dieser Zeit bei Ihnen in der Apotheke diese Abwiegungen vorgenommen hat. To znaczy, że on był w tym czasie, w tym pomieszczeniu? SDG był w 28 bloku, jak się tak w Frankfurt był. On był najpierw. W 44 roku. Czy pan sobie przypomina, że on w 44 roku był jeszcze kierownikiem tych ludzi, to znaczy, że on bywał w tym budynku i że w 44 roku on przychodził do pana do apteki i ważył tam te wszystkie dodatki? Nie, to było... Ważył to nie wiem kiedy, nie pamiętam kiedy on to ważył. Wann er abgewogen hat, da kann ich mich nicht erinnern. Ale to raczej przed... Das war er... Nie wiem dokładnie, to w tym roku było. Ale że on był szefem, to ja wiem na pewno to. No. Chodzi o 44 rok, proszę pana. Nie, tego nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć. Ja, ich weiß, dass er ganz bestimmt Chef war, aber ich kann nicht genau sagen, ob das 44 gewesen ist, dass er abgewogen hatte. Und dass er in diesem Zimmer dort... hat er dort gewohnt in der Apotheke oder hat er dort nur
mit den anderen gearbeitet. Czy on tam mieszkał, czy on tylko pracował? On tylko tam pracował. On tam tylko pracował. Er hat ja dort nur gearbeitet, nicht gewohnt. Können Sie sagen, ob er... Dort hat niemand gewohnt. Tylko chorzy leżeli w rewirze. Nur die Kranken, die lagen im Revier. Taki był jeszcze wartownik jeden. Und noch ein Wachposten. Bara się nazywa. Bara. Können Sie sagen, ob er sich im Jahre 1944 dort noch aufgehalten hat? Czy może pan sobie przypomnieć, że w 1944 roku był w tym pomieszczeniu? Czy przychodził do tego pomieszczenia, czy był... Przecież on najpierw on był SDG w Heflingskrankenbau, a potem tam był, więc to chyba w tym roku, w 1944 roku był on. Ja, er war zuerst mal SDG auf dem Block 28 und später wurde eben Gasmeister. Das war doch, czy to było w 1944 roku? Darauf kann ich nicht schwören. Ja. Waren Sie zugegen, selbst zugegen, als dem Angeklagten Dr. Capesius von dem Ausgang des Evipan-Versuchs berichtet wurde? Czy był pan sam przy tym, kiedy opowiadano doktorowi Capesiuszowi o wyniku eksperymentu z Evipanem? Die Frage ist schon beantwortet. Der Zeuge hat uns gesagt, ich habe das gehört von dem Läufer 17.000. Dieser Läufer war zuerst bei Capesius und kam dann unmittelbar danach zu mir. Ich habe dann noch eine Frage an den Angeklagten Dr. Capesius. Haben Sie den Schlüssel zu dem Theatergebäude in der Apotheke gehabt? Und wenn ja, wo war er, wo wurde er aufgehoben? Ich habe keinen Schlüssel im Jahre 44 gehabt, denn im Jahre 44 war schon übersiedelt in den Bunker, der vor meiner Zeit Krematorium war, altes Krematorium. Und dort waren unsere Vorräte, soweit sie früher, wie ich das rekonstruieren konnte, teilweise im Theatergebäude gelagert waren. Also Sie sagen, Sie haben keinen Schlüssel für das Theater. Außerdem waren die Schlüssel nicht, wie der Herr Kollege Sikorski sagt, in dem Schreibtisch, sondern sie waren an einem Regal seitlich in normaler Höhe und jeder konnte die Schlüssel greifen, das hat sich niemand bei mir persönlich verlangt. Außerdem... Was waren das für Schlüssel? Alle Schlüssel, die... Ja, was für Schlüssel? Keller. Für Keller, für Krematorium. Zweiten Keller, für das Krematorium, für Boden. Und dort haben alle die Schlüssel holen können. Nur der Alkoholkeller war schon von meinem Vorgänger Krömer so abgesichert, dass dorthin nur ein SS-Mann mit einem Heft gesehen hat. Ich ging auch alleine dort. Das mag schon sein, aber so war damals angeordnet. Weil dort der Alkohol stand. Ja. Haben Sie sich, Herr Dr. Capesius, haben Sie sich irgendetwas genommen aus den Koffern oder aus den Sachen, die da antransportiert wurden, aus den Transporten oder von Kanada kamen? Unten in der SS-Apotheke waren nur jüdische Hefte. Und diese jüdischen Häftlinge fühlten sich manchmal vernachlässigt in der Zuteilung, wenn man das so nennen kann. Denn schließlich haben sich ja alle oben etwas geholt. Und so bin ich manchmal heraufgegangen und habe zum Beispiel Kaffee, denn der Strauch war der größte Kaffeekonsument, den wir hatten. Und hat selbstverständlich auch für mich eine Tasse mitgekocht dabei. Ja. Ich meine jetzt weniger Kaffee, sondern Wertsachen. Haben Sie sich irgendwelche Wertsachen persönlich angeeignet? Nein. Ist diese Geschichte mit dem mit der Brillantbursche zutreffend? Ich weiß nicht, ob es eine Brillantbursche gewesen ist, aber ich weiß, dass der Apotheker von Auschwitz etwa im Oktober einmal an mich herangetreten ist. Er möchte gerne irgendetwas kaufen, denn man bekäme ja so viel bei uns. Und da habe ich mich vielleicht in dem Fall an Herrn Sikorski gewandt, aber nicht für mich persönlich.
Dies ist der zweite Zeuge, der uns erzählt, dass oben auf dem Boden die Zähne gelegen haben. Und der Herr Sikorski sagt uns, dass er von Ihnen einen Auftrag im Hinblick auf diese Zähne bekommen hat. Ist es richtig, dass diese Zähne da oben gelegen haben? Und es ist von gestern gesagt, dass ein Köfferchen mit alten Prothesen dort gelagert hat. Ja. Aber im Jahre 1944 habe ich nur den einen Koffer gesehen, und zwar im Anfang Oktober, wie ich mit Herrn Apotheker Sikorski das Ganze durchgegangen habe, denn man wollte uns Häftlinge fortnehmen. Der Herr Sikorski hat dann noch aufmerksam gemacht, Chef, das ist nicht so, dass man die Leute, die Alten, Juju und so weiter, er weiß ja, schon, nur für leichte Arbeit nehmen soll, sondern die sollten weggemacht werden, also getötet. Und dann habe ich mich dagegen gewehrt. Und das wird auch der Herr Sikorski wissen, dass wir den Juju nicht abgegeben haben. On list nawet do jego rodziny zawiózł raz. On nie pamięta tego? List zawiózł do jego rodziny, do Krakowa. Tak. Niech pani powie tu. Proszę Wysokiego Sądu. Sie haben, der Angeklagte Capesius hat sogar einen Brief an die Familie von dem Juju nach Krakau gebracht. Ja. Ich habe einmal einen Brief mitgenommen für die Familie von ihm. Das war ein größter Häftling. Und ich fuhr nach To jest, może. Ja go o to prosiłem, załatwił, to prawda jest. Nie, żeby on tych więźniów obronił. Gdzie to było? Kraków, tak. Dębniki, tak. Dębniki. Weg nach Krakow, ich hatte vorher gefragt, Herr Sikorski, wer von euch wohnt eventuell auf dem Weg? Prawda, to jest prawda. Das stimmt, das ist wahr. Stimmt, to jest prawda. Und bei dieser Gelegenheit habe ich für seine Frau einen Brief mitgenommen. Seine Frau hatte eine leere, ziemlich leer aussehende Drogerie noch dort. Und dort hat sie mich empfangen. Es waren etwa 10 junge Leute dort. So oni się przestraszyli, jako zobaczyli, to mu dużo nie pamiętam. Und ich habe dort mit ihr gesprochen. Einer von jungen Leuten konnte Deutsch und der hat verdolmetscht. Und dann hat sie mir ein Päckchen mitgegeben für ihren Mann. To jest prawda, to jest das prawda. Ist wahr, das stimmt. Ich habe dann noch eine Frage an den Angeklagten Dr. Frank. Herr Dr. Frank, Sie waren Leiter der Zahnstation. Ist Ihnen etwas von den Zähnen am Dach, auf dem Dachboden dieses Hauses bekannt? Nein, mir nicht bekannt. Wenn wir theoretisch unterstellen wollen, dass dort oben Zähne gelegen haben, ist das dann ordnungsgemäß, wäre das dann ordnungsgemäß gewesen? Ich nehme an, dass das nach meiner Zeit war. In meiner Zeit wurden die Zähne noch im Krematorium eingeschmolzen, wie ich schon angegeben habe. Ja. Und vermutlich war das später dann anders, das weiß ich nicht mehr. Ja, danke schön. Biurku. Die Klücze nie znajdowały się w biurku, tylko wisiały, także każdy mógł je wziąć i nie potrzebował jego prosić, one wisiały otwarcie na pewnym miejscu. A nie w biurku. No, ale tam, jak był ten cykl, to wiesz... on nie miał kluczy do Theatergebäude, że on tych kluczy do Tak długo, on to ma rację, bo póki magazyn był nasz, to on miał klucze, a potem go oddał, to już nie miał kluczy. Ja, ich möchte nur hinzufügen zu dem, was über die Schlüssel gesagt wurde von dem Angeklagten Kapis. Insofern hat er recht, solange wir das Theatergebäude hatten, also als Lager hatten, da hat er den Schlüssel. Sobald also wir keine Sachen mehr im Theatergebäude gelagert haben, da hat er keinen Schlüssel mehr. Ja, es ist nur interessant, dass der Dr. Capesius sagt, die Schlüssel hingen an einem Regal, jeder das konnte hinlangen und konnte sie holen, während der Zeuge uns gesagt hat, sie lagen in seiner Tischschublade und da durfte bei Gott niemand ohne seine Einwilligung dran gehen. Czy one leżały w szufladzie, czy one wisiały otwarcie, tak jak powiedział oskarżony, pytanie sądu? Nie, one po pracy były na pewno zamykane do szuflady, one nie mogły tak wisić przecież, one musiały być zamykane. Sie mussten ja eingeschlossen gewesen sein. Nach der Arbeit auf jeden Fall. Das, nach der Arbeit waren sie auf jeden Fall eingeschlossen.
A potem jak ktoś szedł, to musiał mówić, ja chcę tam iść, coś takiego. Und jeder, der gehen wollte, der musste sagen, ich will dort und dorthin gehen. To, przecież to może Esmani mogli brać klucze, nie my przecież, ja nie mogę do tego, bo idę iść bez Esmani. Sowieso, die SS-Männer konnten die Schlüssel holen, nicht wir, Häftlinge. Aha. Herr Richtmann Ormond. Herr Zeuge, waren Sie bis zum letzten Augenblick, bis zur Evakuierung in der SS-Apotheke tätig? Ja. Bis zur Evakuierung. Bis zur Evakuierung. Haben Sie die Evakuierung mit den Todesmärschen mitgemacht oder mit dem Apothekerkommando zusammen? Nein, mit den Totenmärschen. Mit den Totenmärschen. Haben Sie beim Zusammenpacken der SS-Apotheke geholfen? Czy pomagał pan przy pakowaniu apteki SS-Märschen? Tak, tak. Była pakowana w skrzynie takiej wielkiej. Czy pan pomagał przy tym? Przy pakowaniu? Czy był pan przy tym? Nie, ja sam tego nie robiłem. Ja, ich selbst habe das nicht getan, aber es wurde verpackt. Ich habe ja die großen Kisten gesehen. Ja, also waren Sie dabei, wie die Häftlinge alles aufgeladen haben auf den Sankas und auf sonstige Transportfahrzeuge? Nein, ich habe nur die Kisten in der Apotheke gesehen. Sind die Medikamente und Instrumente zurückgelassen worden oder mitgenommen worden? Czy instrumenty i lekarstwa pozostawione zostały, czy zostały wywiezione z obozu? Tego ja też nie mogę powiedzieć. Das kann ich auch nicht sagen. Bo mi się zdaje, jak nas wyprowadzili, to też zostało chyba. Ich glaube, dass in dem Augenblick, in dem wir herausgeführt wurden, blieb alles noch dort. Ist es nicht richtig, dass zum Schluss ungeheure Vorräte in der SF-Apotheke noch vorhanden waren, die nicht ausgegeben wurden an die Häftlingsapotheken und an die Häftlingsärzte. Czy jest prawdą, że przy końcu powstawały ogromne ilości lekarstw, które nie zostały wydane dla poszczególnych, do poszczególnych obozów? Nie, to nie jest prawda. Nein, das ist nicht wahr. Nie, dużo takich ilości nie było. So große Mengen war es. Przy końcu wojny było już niedobrze z lekarstwami. Am Ende des Krieges war gar nicht mehr so gut mit den Medikamenten. Fabryki były rozbite przez samoloty. Die Fabriken waren ausgebombt. I my tych lekarzy dużo dawaliśmy do innych obozów. My? Znaczy Oświęcim wysyłał te lekarze. Und wir, also Auschwitz, schickte viele von den Medikamenten in andere Lager. Buchenwald, nach Buchenwald, Dora Kommando, Schlossenburg inne und andere. Nawet przyjeżdżały takie, przyjeżdżali SS-Mani z tamtego obozu i zabierali te walizki. Es kam sogar SS-Männer von dort, von anderen Lagern und nahmen die Koffer mit. Herr Zeuge, ich muss Ihnen vorhalten, dass zahlreiche ehemalige Häftlingsärzte hier ausgesagt haben und die übereinstimmend erklärt haben, dass so gut wie nichts von der SS-Apotheke an Medikamenten an die Häftlinge und die Häftlingsapotheken ausgegeben wurde, während genügend vorhanden gewesen sei. Wollen Sie sich das ist ja nicht gesagt worden. In dieser Form ist das nicht gesagt worden. Es ist gesagt worden, dass der Dr. Capesius wiederholt Abstriche gemacht habe an den Anforderungen für die Häftlingskrankenbauten und das an sich hätte mehr gegeben werden können, aber man bekam nichts von der Häftlingsapotheke. Świadkowie powiedzieli, że Dr. Capesius zmniejszał ilości żądane i że zasadniczo można by było więcej wydać, że te lekarstwa były, ale że on ich nie wydawał. On tego złośliwie w żadnym wypadku nie robił. Nie. Machte das auf keinen Fall boshaft. Ja tam też byłem, proszę pani. Ich war ja auch dabei. Jakby tylko takie możliwości były, to ja bym z nim Wenn irgendwelche solche Möglichkeiten gewesen wären, hätte ich das schon erledigt. Dla innych więźniów to się zdaje, że to jest bardzo dużo, wie pani. Für andere Häftlinge, weil sie keine Fachmänner sind, erscheint es vielleicht sehr große Mengen, weil man kein Fachmann ist. No tak, ale to przecież musi być jakiś Aber Zapas. In der Apotheke muss ja irgendein Vorrat sein. Also ich darf die Frage vielleicht noch mal präzisieren. Denn es ist ja sehr wichtig, was der Zeuge hierzu zu sagen hat. Es ist praktisch dem Dr. Capesius der Vorwurf gemacht worden. Er wäre daran schuld gewesen, dass die medikamentöse Versorgung des Häftlingskrankenbaus so schlecht gewesen wäre. Denn wenn er gewollt hätte, wäre es besser gewesen. Zarzucie oskarżonemu doktorowi Capesiusowi to, że jego winą jest, że zaopatrzenie w lekarstwo obozu i więźniów w obozie było tak złe.
że lekarstwo były i może można by było wydawać, ale on był tym, który na to nie pozwalał. Jak jego to, no, nie, to nie jest prawda. Nein, das ist nicht wahr. To nie jest prawda. Das ist nicht wahr. Also er hätte praktisch aus bösem Willen diese Medikamente zurückgehalten, nie, obwohl nie, nie. Er on, sie gehabt hätte und den Häftlingen hätte geben können. Że on ze złośliwości zatrzymywał lekarstwa, mając je w posiadaniu i nie wydawał je umyślnie. Tego on nie robił, bo to nie miał żadnego w tym celu, proszę pani. Nein, er hat das nicht getan, weil er auch kein Ziel dabei gab. To nie było nic warte wszystko. Das war absolut alles nichts wert, alles zusammen. Dla niego wtedy, co für ihn. No to może tam jakieś coś on tam może nawet zatrzymał sobie, ale to mała ilość. Vielleicht hat er etwas für sich zurückgehalten, aber vielleicht, aber das waren doch kleine Mengen. Nein, nein, hier dreht es sich um etwas ganz anderes. Hier dreht es sich darum, dass er an sich aus Bösartigkeit, will ich mal sagen, den Häftlingen nicht das hätte zukommen lassen, was ihnen zugekommen wäre und was auch vorhanden gewesen ist. Zarzut idzie w tym kierunku, że działalność doktora Katusza rzekomo była złośliwa, że tylko na skutek jego złej woli było tak złe zaopatrzenie w lekarstwa więźniów, że on miał lekarstwa i specjalnie, umyślnie nie wydawał ich po to, żeby... Ja stałem jego najbliżej, ja byłem z nim zawsze razem. Nein, ich stand ihm am nächsten, ich war immer mit ihm zusammen. To jest wykluczone, to rzeczywiście. Dass ich schließe diese Möglichkeit aus. Gut. Dann muss ich Ihnen Folgendes vorhalten, Herr Zeuge. Es ist uns hier von den Häftlingsärzten gesagt worden, dass für die SS nahezu alles verwendet worden sei, dass aber für die Häftlinge kaum etwas ausgegeben wurde. Świadkowie lekarze mówili prawie wszyscy jednakowo, że dla SS-manów było wszystkie lekarstwa, dla więźniów natomiast nic nie było. Ich było bardzo mało. Ja, die SS-Männer gab es eine kleine Menge, also in kleiner Zahl. Selbstverständlich waren sie besser als wir mit Medikamenten versorgt, ohne Zweifel. Sie haben auch mehr aus Berlin bekommen. Und der angeklagte Capricius musste selbstverständlich in erster Linie die SS-Männer versorgen. Die, es herrschte ein großer Mangel an Medikamenten für die Häftlinge. Aber das war Folge dessen, dass Berlin diese Medikamente nicht geschickt hat. Und der angeklagte Capricius konnte doch nicht so ein Freund der Häftlinge aus sich machen. Er konnte ja in Berlin nicht allzu sehr für die Häftlinge kämpfen. Die Medikamente gab es wenig. Es gab besonders wenig von Medikamenten zu der Zeit, solange noch keine Transporte angekommen sind. Aber der angeklagte Capesius hatte darauf keinen Einfluss. Herr Zeuge, dann muss ich Ihnen weiter vorhalten, dass von den Häftlingsärzten gesagt wurde, dass sie überhaupt nur im Wege des Organisierens aus Kanada sich die allerdringendsten Medikamente beschaffen konnten. Świadkowie lekarze, więźniowie mówili, że tylko przy pomocy organizowania z Kanady udawało się najbardziej potrzebne lekarstwa dostarczyć więźniom. Może takie najbardziej poszukiwane. Ja, ich würde das ausdrücken, die fehlenden Medikamente, tak, die mussten besorgt werden. Das ist wahr. To było tego bardzo mało i w pierwszym rzędzie SS otrzymywało. Also diese, die Mangelware sozusagen an Medikamenten, das bekamen in erster Linie die SS-Männer. Und von diesen Medikamenten gab es wenig. Tak, i to tylko z Kanady tam und nur aus Kanada, in Kanada haben die Kollegen dann... To nas to w ogóle nie dochodziło, tylko to, co sortowali, zabierali te lekarstwa. Wir bekamen sogar diese Medikamente überhaupt nicht mehr. Sie wurden sofort dort in Kanada organisiert. Ist es richtig, dass aus den Mengen, die vom Kanada-Kommando an die SS-Apotheke gingen... Kleinen Moment, mal, Herr Rüsselmann. Ich bitte Sie doch da hinten, die Arme nicht hinter dem Kopf zu verschränken. So gemütlich können wir es uns nun hier auch nicht machen. Bitte schön, Herr Rüsselmann, entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass auch aus den Medikamentenmengen vom Kanada-Kommando nahezu alles an die SS gegangen ist,
anstatt dass wenigstens diese Teile... Da ist gar nichts drüber zu lachen. Das gehört sich nicht in einem Gerichtssaal. Und ich bitte Sie jetzt, uns nicht mehr zu stören durch Ihr Verhalten. Ich habe es Ihnen gestern schon mal deutlich gemacht und Sie hätten es eigentlich von gestern aus noch wissen sollen heute. Herr Rechtsanwalt Ormond, bitteschön. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass die Medikamentenmengen aus dem Kanada-Kommando nur zu einem ganz geringen Teil für die Häftlingsapotheken verwendet wurden und der größte Teil davon an die SS ging? Czy prawdą jest, proszę świadka, że tylko minimalna ilość lekarstw, które pochodziła z Kanady, dostawała się więźniom, że większa, największa ilość z tego przychodziło do apteki SS-manów? Nie było. Nein, so war es nicht. Oni nie potrzebowali tyle tego, bo tam było tanich lekarstw dużo, wie pani. Tam było, proszę, z takiego sądu, tam było dużo lekarstw tanich. Sie haben das nicht gebraucht, die SS-Apotheke, weil dort sehr viele billige Medikamente darunter waren. Tylko te lepsze rzeczy oni wybierali sobie. Nur die wertvollen Sachen, die haben sie dann für sich ausgesucht. Jak przyszło do obozu 100 ampułek kalcium na przykład, prawda? Wenn zum Beispiel ins Lager 100 Kalzium-Ampullen gekommen sind. Na cały miesiąc. Für den ganzen Monat. No to. To więźniowie z tego nic nie dostali wcale. Dann haben natürlich die Häftlinge davon überhaupt nichts bekommen. Ale pytanie jest, jeszcze raz rozumiem. Powtarzam, odnośnie komando z Kanady. Pytanie adwokata, ich wiederhole nochmal die Frage, weil meines Erachtens ist nicht so ganz klar für den Zeugen geworden ist. Pytanie jest takie, czy prawdą jest, że z tych lekarstw, które przychodziły do Kanady, to znaczy, to się zabierało. Że SS zabierało wszystko dla siebie, że nic nie zostawało. Wszystko minimum. Przychodziło do nas tutaj. Wszystko do apteki przychodziło, wszystko to stamtąd oficjalnie? Nein, alles kam offiziell zu uns in die Apotheke. I to było rozdzielane normalnie. Und das wurde normal verteilt. Lepsze rzeczy szły do SS, jest jasno. Die besseren Sachen gingen an die SS, das ist klar. Ale nie można powiedzieć, żeby tego więcej szło. Aber man kann nicht sagen, dass davon mehr w szpital, an die SS. SS było tam jeden batalion. Von SS war das doch nur ein Bataillon dort. 1000 bis 2000 Mann. 1000 bis 2000 Mann war ja. A więźniów było 100 tysięcy, czy ile tam? Und es gab 100.000 Häftlinge. Oni lepiej odżywiani byli, byli zdrowi wszyscy. Sie waren besser ernährt, sie waren auch gesund. To byli wszyscy chorzy i głodni. Und die Häftlinge waren alle krank und hungrig. I oni chorowali, więźniowie. Und die Häftlinge kränkelten, also erkrankten, ja, natürlich. Die SS-Männer brauchten die Medikamente überhaupt nicht. Diese billigen Medikamente, die nicht selten waren. Ich werde zu diesem Punkt keine Fragen mehr stellen. Lediglich noch eine Frage, Herr Zeuge. Wie war das mit der Ausgabe der Injektionsnadeln? Wer hat die besorgt für die Phenolspritzen? Jak było z wydawaniem igieł do zastrzyków? Igły przychodziły z Berlina normalnie, zamówione. Sie kamen alle normal angefordert aus dem Hauptsanitätslager in Berlin. Und sie wurden auch auf normale Anforderungen an die Krankenbau in einzelnen Lagern verteilt. Najpierw tak było. Das war zuerst so. A potem przywozili tyle igieł z tych transportów. Später aber wurde das in solchen Mengen in Transporten mitgebracht. Lekarze przywozili. Die Ärzte tam całe ambulansy przyjeżdżały. Haben die ganze Ambulanz Gruppen kamen dahin. Man brauchte gar nichts mehr aus Berlin anzufordern. No i te igły szły od nas były wydawane w dalszym ciągu. Und sie wurden dann weiter von uns verteilt und ausgegeben. Wer hat die angefordert, die SS-Ärzte oder die Sanitätsdienstgarde? Kto robił zapotrzebowanie na igły? Lekarze czy STG? Zasadniczo robili więźniowie z tych szpitali. Tylko lekarz podpisywał, prawda? Grundsätzlich haben das die Häftlinge aus den Krankenbauen angefordert. Aber unterschrieben wurde das vom Lagerarzt. Offizier. Von einem Offizier. Dr. Endres, denke ich mir. Wer hat die Spritzen angefordert für die Phenolinjektion? To razem było, tak samo jak to. Genau das gleiche, zusammen. Ale czy SDG osobno brali szprycę? Ob die SDGs brał szprycę, getrennt, brał to, also to alleine ja das abgeholt haben, Claire zum Beispiel, das kann ich nicht sagen. W każdym razie, jakby on to potrzebował, na pewno by od nas dostał bez niczego. Auf jeden Fall, wenn er das gebraucht hätte, hätte er dann von uns ohne weiteres bekommen. Auch wenn relativ sehr viele
Injektionsnadeln angefordert worden sind. Auch dann hätten Sie sie ohne weiteres ausgegeben, wenn die Zahl der angeforderten Injektionsnadeln unverhältnismäßig groß war. Nawet wtedy on by bez niczego od was dostał, gdyby liczba żądana przez niego igieł była wyjątkowo wielka, nawet wtedy by dostał? No, znaczy, bez niczego? Potem, jak już test transportu przychodził, to tak. Ja später, zu späteren Zeitpunkten, als die Transporte ankamen, dann ja. Nawet bez zamówienia by mu też dali. Man hätte ihm dann ohne Anforderung sogar so gegeben. Przyszedłby, powiedział szefowi, że potrzebuje 100 igieł, czy tam 200. Wenn er gekommen wäre, hätte gesagt, ich brauche 100 oder 200 Nadeln, da hätte er bekommen. To były te Beuteware, wie pan. Das war eben die Beuteware. To nie było w kartotekach nigdzie. Das wurde nicht in besonderen Karteien geführt. Gut, ich habe keine Fragen, danke. Wir wollen zunächst die Pause einlegen und wollen um 13:30 wieder weiter fortfahren. Darf ich Sie bitten, um 13:30 wieder hier zu sein? Von Seiten der Nebenklage waren keine Fragen mehr zu stellen. Ich bitte nunmehr den Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternza. Wir haben keine Fragen zu stellen. So. Das hat sich ja schnell erledigt. Hätte ich das heute Vormittag gewusst, hätten wir den Zeugen vielleicht schon entlassen können. Wie ist... Bitte schön. Ja. Herr Zeuge, Sie haben in Ihrer Vernehmung durch Herrn Staatsanwalt Kügler am 16. Mai 1960 ausweislich des Protokolls gesagt, dass Sie sich nach der Evakuierung von Auschwitz hätten Sie sich von Österreich aus an Herrn Dr. Capesius gewandt. Sie hätten erfahren, dass er in Mauthausen sei. Könnten Sie bitte sagen, was Sie von Herrn Dr. Capesius wollten? Ich widerspreche dieser Frage. Diese Frage hat nichts mit dem Eröffnungsbeschluss, auch nicht mittelbar zu tun. Ja, das ist richtig. Ganz abgesehen davon bin ich überzeugt, dass der Zeuge da nur sagen kann, dass er geholfen haben möchte und dass er da nachher abgeraten hat, bekommen, weil der Krieg schon zu Ende sei und so weiter und so weiter. Das steht hier drin in dem Protokoll. Ja, aber da doch es nur darauf ankommt, was hier in der Hauptverhandlung gesagt wird, würde ich ganz gerne es... Ich möchte ja antworten. Ja, Gott, ich habe keine Bedenken, die Frage zuzulassen. Wenn Sie allerdings einen Gerichtsbeschluss haben wollen, können wir ihn auch geben, aber ich sehe da gar keine Schwierigkeit drin. Also, bitteschön. Dann antworten Sie, Herr Zeuge. Ja w Mauthausen już nie pracowałem i koledzy moi byli w złych bardzo warunkach. Nie mieliśmy co jeść, nie mieliśmy jak Pan pracować. Pan nie pracował w Mauthausen? Nie, nie pracowałem w aptece już w Mauthausen. In Mauthausen habe ich nicht mehr in der Apotheke gearbeitet und meine Kameraden und ich befanden uns in sehr schlechten, unter sehr schlechten Bedingungen. Ja chciałem nawiązać kontakt z doktorem Capesiusem, żeby nam coś pomógł. Ich wollte also mit Dr. Capesius in Verbindung treten, damit er uns etwas helfen kann. I tam był taki mój kolega, Franek, moment, chwileczkę. Tam był kolega mój jeden. Es war dort auch ein Freund, ein Kamerad von mir, Franek, an den Namen. Er hat im Museum gearbeitet, im Museum pracował Święcimskim. Er hat im Museum in Auschwitz gearbeitet. Ja. Ja mówiłem to, że wiesz, ja chcę się do złości Capesiusa, coś pomógł. Und ich sagte zu ihm, weißt du, ich möchte mich an Capesius wenden, vielleicht kann er uns helfen. Ale on powiedział, że on coś wspominał w tej sprawie, ale lepiej, żeby się zupełnie nie zgłaszać w ogóle, w tej sprawie, żeby się nie zgłaszać, bo coś... Można nam to tylko zaszkodzić najwyżej. Er hat mir geantwortet, ich glaube, es ist besser, wir werden das nicht machen, es kann uns höchstens schaden. Tak to było wtedy. So war es damals. Ja. Was hat er damit gemeint? Co on miał na myśli, mówiąc, że to może nam zaszkodzić? On miał na myśli to, że po prostu znaliśmy jego te wszystkie rzeczy, co on tam robił, że wiedzieliśmy o nim dużo i on ewentualnie chciałby, żeby jako świadków nas nie było. Er hat gemeint, dass vielleicht wir zu viel von ihm gewusst haben, also von Capesius, Krieg dass schon wir zu viel gewusst haben, der Krieg geht ja sowieso zu Ende und vielleicht wird er vorziehen, nicht mit uns in Verbindung zu treten, weil wir zu viel von ihm wissen. Tak, może w ogóle nas jako niewygodnych świadków vielleicht wird er uns als unbequem
Probleme zeugen, auch beseitigen wollen. To on myślał, ten kolega, so hat der Kollege von mir gemeint, dass er uns vielleicht als unbequeme Zeugen wird beseitigen wollen. Kennen Sie einen Herrn Eisler? Zna pan pana Eislera? Eisler? Wer ist denn das? Kennen Sie nicht, ne? Ein Deutschen, der in Göppingen wohnhaft ist, Göppingen in Württemberg, kennen Sie den? Zna pan takiego Niemca, nazwiskiem Eisler, który mieszka w Göppingen, Württemberg. Nie zna pan takiego? Eisler? Eisler? Eisler. Nie, ja go nie znam. To był więzień? War das ein Häftling? Nein, das also kennt ihn soll, nicht. Nein. Nee, ja go nie znam. Nein, den kenne ich nicht. Danke. Nur dann eine ergänzende Frage an das, was der Nebenklägevertreter eben gefragt hat. Herr Sikorski, Sie gingen also auch noch 1945, als Sie sich mit Dr. Capesius in Verbindung setzen wollten, von seiner Hilfsbereitschaft aus, ja? Więc wychodził pan z tego założenia, wtedy, kiedy pan chciał wejść w kontakt z doktorem Capesiusem, wychodził pan z tego założenia, że on dopomoże, znaczy, że miał pan na myśli jego gotowość pomocy. Uważał pan, że to jest człowiek, który pomoże. Nie, myślałem tylko, że może potrzebuje do apteki, do pracy kogoś. Nein, ich habe gemeint einfach, dass er vielleicht jemanden für die Apotheke gebrauchen kann. On był SS-man, my byliśmy więźniowie. Er war doch ein SS-man und wir waren Häftlinge. On żadnym moim przyjacielem nie był. Er war also kein Freund von mir. Tylko on mógł mnie do pracy potrzebować. Aber er hätte mich für die Arbeit gebrauchen können. Bitte schön, Herr Capesius. Weiß nicht, dass ich nur 5 Tage in Mauthausen war und dass Herr Gerber dort blieb und die Apotheke leitete. Ich habe sehr wohl von einem Ansinnen damals gehört, dass Strauch und für einige Kameraden Schuhe haben wollten. Man hätte ihnen die Schuhe abgenommen, denn sie waren mit sehr guten Schuhen von Auschwitz losgefahren und gegangen. Nach 5 Tagen war ich aber schon wieder weg, weil Gerber dort blieb. Und so habe ich nichts persönlich erledigen können. Aber Gerber hatte versprochen, dass er sich darum kümmern würde. Mehr kann ich sagen. Sam Capesius był tylko 5 dni w Mauthausen, tam potem objął aptekę Gerber i Gerber obiecał mu, że pomoże, bo on słyszał o tym, że ktoś się chce do niego zwrócić, szczególnie jeśli chodzi o dostarczenie obuwia, którego nie to nie, to ja nie, to tego ja nie, nie w tej sprawie nic nie mówię. Nein, in diese Angelegenheit wegen Schuhwerk, da habe ich mich... Strauch może. Vielleicht Strauch. Strauch, on był długo tam, on był wcześniej przede mną, bo on przed transportem wyszedł jeszcze, wie pani? Strauch war ja länger dort, der ging vor mir noch, vor dem Transport. Ja, nun also ich glaube, dass das Thema Mauthausen hier für uns nicht von Bedeutung ist. Sollen sonst noch Erklärungen abgegeben werden, Herr Rechtsanwalt Göllner, Claire? Nein. Von den Angeklagten sonst niemand. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Czy może pan przysiąść czystym sumieniem na to, co pan tu powiedział? Chwileczkę. Czy pan może zaprzysiąć rozumiem, to, rozumiem, co rozumiem, tak. Ja chcę jeszcze tylko jedno takie oświadczenie złożyć. Ich möchte noch ergänzend eine Erklärung abgeben. Bitte schön. Capesius był majorem SS. Capesius war major der SS. On nie był wcale żadnym przyjacielem więźniów. Er war kein Freund. Überhaupt kein Freund der Häftlinge. Tylko myśmy go nie uważali za takiego bandyta, jak uważaliśmy inni. Wir haben ihn jedoch nicht für so einen Banditen gehalten, wie die anderen. Es war. On nie miał, on nie, wcale mu nie zależało na zaopatrzeniu obozów lekarstwa. Es lag ihm gar nicht daran, das Lager mit Medikamenten zu versorgen. On patrzył tylko, żeby on awansował, prawda, żeby on er kümmerte sich nur darum, dass er avanciert, dass ewentualnie, er, żeby on jakiś, no, zarobił dass na tym er eventuell etwas dabei verdienen kann. Tak. Ale ja go dopiero poznałem w 1944 roku. 1944 habe ich ihn eigentlich, oder Ende 43 eigentlich kennengelernt. I wtedy, jak się wojna już kończyła, prawda? Und damals war eigentlich der Krieg zu Ende. I on się asekurował w ten sposób. Und das ersicherte sich auf diese Weise.
że on właśnie był taki w stosunku do niektórych więźniów, podchodził życzliwie. Dass er manchen Häftlingen gegenüber freundlich entgegenkam. I pamiętam dobrze, jak on mi raz tak powiedział to w obozie. Ich erinnere mich sehr gut an einen Fall, bei dem er mir oben auf dem Boden Prokopie, in Gegenwart von Prokop folgendes wojna. Sagte. Teraz jest wojna. Jetzt ist Krieg. Wy jesteście więźniowie, a ja jestem, prawda, oficer. Ich bin, wie ihr seid Häftlinge und ich bin ein Offizier. A za dwa miesiące może być na odwrót. In zwei Monaten kann es umgekehrt werden. Właśnie, i teraz chciałem to tylko powiedzieć, że to und się tak stało. Und das wollte ich ja hiermit sagen. Nie. Und sonst ist das, was Sie uns gesagt haben, wahr und in Ordnung. Jetzt wszystko to, co pan poza tym powiedział, wszystko to odpowiada prawdzie. Może pan przysięgnąć. Wollen Sie den Eid in religiöser und in bürgerlicher Form schwören? Czy pan chce złożyć przysięgę w religijnej formie z powołaniem się na Boga, czy w formie cywilnej? Mi wszystko jedno jest. No pan musi odpowiedzieć, w tej czy w tej. Mogę w formie religijnej złożyć też. Ich kann in der religiösen Form. Ich spreche Ihnen zunächst den Eid vor. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Wszechwidzącemu, że mówiłem szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Przysięgam. So wahr mir Gott helfe. Tak mi dopomóż. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Ich danke schön. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Danke sehr. Gegen die Entlassung des Zeugen wird nichts eingewandt. Im allseitigen Einverständnis sämtlicher Prozessbeteiligte wird der Zeuge entlassen. Sie können gehen. Ich danke.